Ey, der Typ hat immer seine Eier und seinen Schwanz an meinen Rücken gedrückt. Ich sag, ich kann das nicht. Warte, ich guck. Ich sag, nein! Und das erinnert mich halt auch an Nordhausen, wo wir ja. hier die Klassenfahrten habe ich alle aufgeschrieben. Die hatten wir ja, fast noch. Wollen wir die dann einfach mal so durchgehen? Ja, welche waren das denn? Beichling, Nordhausen, Dresden, Rostock, Prag, London, Berlin. Aber die letzten drei hat. Wenn man Dresden, dabei Dresden über- war eigentlich die langweiligste, oder? Von den ganzen. Da ist Max mit Schnappi zusammengekommen. Das ja, ist mir so einzige Sänge geblieben. Echt jetzt? Ja, das war 9. Klasse Dresden. Krass. Waren wir da in diesem Hostel? Da hat er, ja, hat, genau. da hat er erzählt, ja. dass sie eine Straße hat. Dresden war das Uncoolste. Gut. Das ist alles, was hängen geblieben ist von diesem. Sie hat die Straße. Ja. In Nordhausen hat er uns ja. ganz stolz gesagt, okay, wir haben ein Waschbecken im Zimmer, dann kann ich euch auch mal zeigen, wie man sich rasiert. Also im Gesicht, ne? Ja, 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 ja. Aber Nordhausen war ja das Ding. Aber warst du da mit im Zimmer? Da hat er aus dem Fenster gekotzt. Genau. Ja, genau. Hat Mann, gesagt, aber oh, Leute, mir ist langweilig. Ich kotze aus dem Fenster. Ja, und am nächsten Morgen... Er hängt die ganze Zeit da. Ich kann nicht kotzen. Er hat sich die Finger immer weiter reingesteckt. Das war irgendwann kotzen. Das ist so Tina, kommt gerade mal nicht klar. Ey. Nee, mir fällt was für Ostsee ein. Na, lass war, uns was mal ich wollte nur noch sagen, am nächsten Morgen in Nordhausen war dann auf jeden Fall so eine richtig schöne Spur die Wand runter. Und Kotze von Max. Ich glaube, das war da auch der Streit mit dem Minigolfschläger vor den Kopf gehauen haben. Ja. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Da war auch dieser komische Fußballplatz, der so übelst rutschig war. Ja, diese Arena. Ja. Ja, genau. Nordhausen war das, als Herr Schmecker noch mit dabei war, der Sportler. Und hat die Dings sauber gemacht, die genau. Und ich glaube, du, also Max und ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du noch dabei war. Nicht die Toilette. Gekotzt. Ja, genau. Wir haben einfach Toilette. So Klopapier rollt in das Pissoir. Nein. Das ist nicht Beichling. Nordhausen. War der dabei? Ja. Anfang. Ja. Da war auch dieses nackte Kind, was da rumgeht. Der war doch sogar, war der nicht sogar stellvertretender Klassenleiter? Das war nur fünfte. Ja, eben. In Nordhausen war auch auf jeden Fall haben wir das Pissoir verstopft, haben draufgesägt, haben gespült und es ging halt nicht mehr ab irgendwie. Und er musste das dann rausstellen. Er hat echt mit seiner Hand reingekriegt. Naja, irgendwer muss es halt machen. Übelst assi, ey. Ja. Ja. Das und, war doch aber und, auch das, wo die ganzen nackten Behinderten immer nachts rumgelaufen sind. Ja, die hab ich leider nicht eingeladen. Die waren der saß dann da auf dem Sofa draußen. Ja, die waren direkt neben unserem Zimmer. Wir hatten das letzte praktisch von uns so. Ja. Und da waren dann Behinderte, glaube ich. Da war ich gar nicht laut zu sagen. Na, weil, keine Ahnung, aber wir haben die halt auch ab und zu eine Stunde gemacht. Ja. Aber halt nicht so richtig viel, aber. Ja, trotzdem! Das ist echt gemein. Ja, na klar, aber ich meine, wir waren Kinder, hallo. Was? Ja, die Behinderten dumm gemacht. Die kamen dann, das Geile war, wir hatten ja übelst die Anlage oder irgendwas mit, also übelst Musik, dann haben wir übelst laut Musik gehört und die kamen dann mal rüber, ja. Oder die Betreuer kamen rüber, ja, können leise sein, die wollen sich hinlegen und so. Und halt leise gemacht und. 10 Sekunden später! Zweiter! Ja, da gab es voll viele kleine Geschichten noch bei der Klassenfahrt. Da hat sich doch auch Marc so eine halbe Dextro Energy Mini-Packung durch die Nase reingekriegt. Und hat dann Nasenbluten. Und ist dann richtig abgekackt davon. Ja, und hat dann übelst heftig Nasenbluten. Das wusste ich gar nicht. Hat da eine Stunde lang gesessen, hat das klein gemalt. Ja! Und hat sich das dann in die Nase reingepfiffen. Und er war so kaputt danach. Ja. Na, da ist ja auch hier, wo Frau Schmunterstab meinte, genau. ich schlafe. Alle haben sich rausgeschlichen, außer du, weil du schon gepennt hast. Ja. Und sind auf den Gang und wollten keine Ahnung was machen. Du wurdest. Wir wollten einfach nur schleichen, das war, glaube ich, der ganze Sinn der Aktion. Und die Lehrer saßen unten bei dieser komischen U-Konstruktion von diesem Haus. Stimmt. Und die haben uns halt gesehen, weil das Licht angegangen ist, wegen Bewegungsmelder. Wir sofort wieder hinter, alle hingelegt und geschlafen. Und Robert war der Einzige, der wirklich geschlafen hat. Und Frau Schmunterstab kommt rein und ranzt ihn übelst an, was ihm einfällt, so zu tun, als würde er schlafen. Weil wir anderen halt dann gleich mit ihr geredet haben. Ja, okay, nee und so. Aber war Beichling auch das, wo wir Schmöckner im Billardraum verwandt haben? Ja, das stimmt. Das war ganz schön assi. Das war richtig assi mit so einem Kö, Alter. Richtig. Da hat er dann am nächsten Tag gefragt, ob wir ihn Muttersöhnchen nennen, wenn er sich abholen lässt. Aber der ist doch nach Hause gefahren dann. Ich glaube, er wurde schon. Ja, ich glaube, er wurde abgeholt. Ich sag jetzt eigentlich schon los. Nee, ich glaube, er wurde nicht mehr abgeholt. Ich weiß noch, dass wir in Beichlingen ankamen und eine halbe Stunde später waren wir schon wieder dran mit einem Anranzer, weil wir bei den Mädchen durchs Fenster eingestiegen sind und haben ein Glas runtergeholt. War das in Beichlingen, wo wir Zimmer gegenüber hatten? Genau, wir waren Marc und ich und Danny. Genau, wir waren die Einzigen, die praktisch mit im Haus von den Mädels, in dem Bungalow.
Und da ging es die ganze Zeit eigentlich nur scharf, weil wir irgendeinen Scheiß gemacht haben. Weil ihr dann nur bei uns durchs Fenster kamt und dann haben wir irgendeinen Scheiß gemacht. Ja. Völkner war zuerst bei uns mit im Zimmer und dann haben wir ihn abgeschoben. Ja. Und dann kam er früh halb fünf wieder rein. Genau. Leute, die haben mich die ganze Nacht wach gehalten. Könnt ihr mich mal mit reinholen? Ich weiß gar nicht mehr, wer da in einem Zimmer war. Ich weiß da mussten wir. Warst du da mit war Toni und Patrick oder so? Kai mit. War das nicht das mit Lina? Da waren wir doch. Und da mussten wir. Wir haben Steine auf so ein Haus gegen so ein altes Haus. Und da mussten wir hier irgendeine Seite auflegen, warum wir das machen. Und keine Ahnung, warum sie nützen Scheiße. Warum heißt das los? Ja, Nordhausen war die Nachtwanderung, oder? Nein, Nordhausen war auch eine. Also Weichling, da gab es so eine Miss Piggy und irgendwas kam von der Brücke runter. Und ja, das war Weichling, weil da waren wir nämlich mit den anderen Klassen. Aber wir waren das weiß ich noch ganz genau in Weichling. Da sind wir durch den Nordhausen ab. Nordhausen waren wir nur mit der A. Auf jeden Fall kam dieses Ding von der Brücke und hat irgendjemand. Genau, richtig. Da hat irgendjemand so eine Strohpuppe von der Brücke runtergeworfen, während wir durch sind. Nordhausen weiß ich auch noch, da saßen die ganzen Mädels dann draußen auf dem Holzding. Und dann irgendwas wollte ein Foto machen und dann zack, sind die alle eingebrochen. Ja, also ein Beispiel bei der Nachtwanderung habe ich mir so eingeschissen, hatte ich so eine Angst. Ja, das war richtig heftig. Ja, ich hatte auch schon heftig. Dann sind wir durch den Wald und dann kam diese Miss Piggy und hat nämlich jeder so einen goldenen Schokotaler bekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Und haben die gesagt, wenn ihr den verliert, dann findet ihr nie wieder nach Hause. Nicht bringen, so, und dann wollten wir nämlich zurücklaufen, dann kamen doch immer die Leute aus dem Wald gerannt. Ja. So, dann haben die uns das halt einmal aus der Hand geschlagen. So übelst stand, mies, Alter. Dann stand ich halt da und hatte den übelsten Schiss, Alter. Und dachte, dass du die wieder heimfindest. Ist das krass, ey. Das war richtig hart. Das heißt, ich hatte auch übelst Schiss. Ich bin mit Martin Wärme Hand in Hand bei dieser Nachtwanderung gelaufen. Und ich hatte auch irgendjemand umarmt. Jo, das war hart. Man hat sich gegen... Ich glaube, das war auch deswegen so gruselig, weil alle... das nicht versteckt haben, dass sie sich gegruselt haben. Wir haben uns alle offen nach außen hin gegruselt. Wir haben alle gesagt, das ist gerade super gruselig. Irgendwo, die hatten auch irgendwo im Wald standen auch so rote Grablichter rum und so. Das war nicht cool. Also, also Kindheitstrauma da hier. Das war eigentlich das wenigste halt noch. Cool war halt auch gleich noch 50. Ja, also, das war die noch, große Kennenlernfahrt. Ja, aber wir waren im Bad, das weiß ich noch, und da war ein Hornissennest im Boden oder irgendwie sowas. Das ist hängen geblieben, weil da hatte ich übrigens Angst. Stimmt, das war so ein Waldbad, oder? Ja. Da war doch alles, da gab es echt alles. Da gab es einen Billardraum, da gab es so eine Kinderdisco. Riechling war richtig geil, da gab es einen Mini-Fischmarkt, der war doch total scheiße aufgebaut. Scheiße. Die hatten übelst hohe Banks und Alter, so. Ich weiß und es war einfach so ein bisschen haben. Platz dazu. Wir hatten ja keine Skateboards. Genau, wir haben zu Fuß irgendwie. Genau, und du hast so Handplans. Richtig schlecht. Das war tausendmal geiler als diese Tondorf-Scheiße, die wir aus der Grundschule gewohnt waren. Also, das geilste war die Kinderdisco. Ja. Einfach nur, es war, keine Ahnung, die Musik kenne ich nicht mehr, es war übelst schlecht und alle standen eigentlich nur da und haben gar nichts gemacht. Ja. We Are The Champions wurde gespielt, das weiß ich noch. Und irgendwie, steh auf, wenn du am Boden bist von Toten Hosen, weil Patrick kam am nächsten Morgen rein und wir haben zusammengepackt und ich habe meinen Schlafsack nicht in diese Hülle reingekriegt. Und dann labert er mich voll, ich soll doch bitte an dieses Lied denken, ich soll aufstehen, wenn ich am Boden bin, weil ich dieses scheiß Ding da nicht reinkriege. Das ist mir so hängen geblieben, weil das so dumm war in dem Moment. Halt bezeichnen für Patrick. Oh Mann. So, Nordhausen, was war noch Nordhausen? Dresden. Na, Nordhausen, da hatten wir ja auch schon. Dresden habe ich wirklich auch nicht mehr Erinnerung dran. Ich verstehe auch nicht, was wir in Dresden gemacht haben. In Dresden weiß ich nur, da waren wir im Dönerhaus, in dem Dürümhaus. Da hast du zum Beispiel dein Deck dabei, da warst du manchmal bei dem Skatepark. Stimmt, da haben wir aber auch viel Magic gespielt. In Dresden hatten wir unser Skatepark auch mit und auch die Magic-Karten. Und in Dresden habe ich exzessiv gegen die Wände vom Lehrerzimmer der Lehrer. Nee, das war Nordhausen. Das war Nordhausen. Ja, das war Nordhausen. Das war Nordhausen. Hey, aber in Dresden hatten wir diesen kleinen aufklappbaren Laptop-Scheiß mit, haben da Hot Fuzz geguckt. Ja, und da kam Frau Schmickler rein und hat gesagt, was guckt ihr für einen Film? Und da habe ich gesagt, Hot Fuzz. Und da hat sie gefragt, was das auf Deutsch heißt. Da habe ich gesagt, heißer Futz. Und da hat sie gesagt, ja, so riecht's hier auch. Ja, das deswegen, kann auch sein. Also es wird ja nicht die einzige Klassenfahrt gewesen sein, wo du exzessiv rumgeschissen hast, aber... ich bin mir sehr sicher, dass es in Nordhausen war, als sie runterkam. Ja. Weil ihr wart an der benachbarten Wand und habt die ganze Zeit gesagt, hey, wenn Robin loslegt, sagt Bescheid. Wir waren richtig. Und irgendwann kam von oben Frau Schmunterstab oder Frau Stickler. Ja, ich weiß die waren nicht, richtig, die waren nämlich auf der anderen Seite. Ja. Genau. Nee, das war Nordhausen, ich glaube, das war Nordhausen, wo du an die Wand geschissen hast. Aber so ja, immer halt, ne? Immer halt. Du wolltest immer genötigt, vor allen Dingen von Max, ey Robin, scheiß jetzt! Und vor allem Schanzi. Das Geld war ja auch die Position. Ja, ne, die Leiste. Also so Beine nach oben, so über den Kopf, lang an der Wand dran mit dem Arsch.
grandios. Du wolltest auch einmal oben schlafen, damit du besser einsaugen kannst. Oh, ist das schlecht. Ja. Ich habe einiges verpasst. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal zur 8. Klasse oder 9. kommen. Aber ich würde sagen, Ostseeklassenfahrt, ich habe da noch einige Bilder, das gebe ich einfach Robin mit. Da können wir dann jetzt an der Stelle einfach mal ein paar Fotos einblenden. Ja. Aber da gibt es ein geiles Bild von der Ostseeklassenfahrt. Wo wir in dem Gang sind und alle so... Nee, ihr solltet, ich habe gesagt, stellt euch doch mal alle in... Du magst auf der Kanone stehen, genau. Nur die Kanone in die Hand nimmst? Nee, ich sag, stellt euch... Lass doch mal Dina erzählen. Nein, das war Robin, Basti, glaube ich, Max und Schreiber. Ich sag, stellt euch doch mal alle in die Dusche zusammen. Ach und so, ich mache ein Foto. Ach so, ja. Und der Schreiber kommt nicht wirklich mit seinem Arsch an die Dusche und ihr seid alle einfach und nass. Du warst in der Dusche bis hinten hingeblieben, hast gesagt, macht's aus oder so. Ja, na, ich war so und das war alles ganz hinten. Der Robin war irgendwie ganz hinten und so in der Dusche und alle kamen nur an und haben geguckt. Das ist bestimmt dabei, musst du mal durchgucken. Also das sind so viele Fotos. Also ein paar habe ich auch noch, aber ich glaube nur für PlayStation. Wie wir zum Beispiel halt alle diesen Gang lang sind, irgendwie auch nachts. Wir sind gerade irgendwie runtergegangen und irgendwie ging es Fotos spontan und wir haben halt alle einander so hochgehoben. Ich glaube, da so, bin ich hochgehoben und Sami hat das Kostüm an und so. Genau, das Foto ist nämlich ziemlich geil gewesen. Ich muss gerade nochmal den letzten. Da haben wir aber auch Black Sheep geguckt, alle, ja, oder? Ja. Das mit deinem tragbaren DVD-Player. Ne? Schaut mal Black Sheep, bester Film. ja. Black ich habe noch ein paar Fotos, die ich jetzt gleich Robin, Tina zeigen möchte erben. Für eine Live-Reaktion. Erde dich. Ja, mein Ja, aber wenn die arg peinlich sind, möchte ich nein, die sind gar nicht so peinlich, aber ich glaube, du hast es schon wieder völlig verdrängt, was jetzt gleich kommt. Ach, ich glaube, ich weiß was. Was du vorhin angekündigt hast, die fünf Bilder. Achso. Ja, aus Dresden ist echt nicht viel hängen geblieben. Ja, Dresden war auch nicht so pralle. Nee, war nicht pralle. Schade, gell? Ja, was so, man da tolles wer waren von euch in Prag mit? Ich glaube nur du, oder? Ich war auch nicht. Du hattest gar keine Sachen mit, du hattest nur Elektronik in deinem Zimmer. In Prag, Alter, war mir nur der hatte einen Sandwich-Maker, eine Spielekonsole, der hatte CD-Player und Nintendo 64 mit vier Controller. Spiele. Wir haben einfach 24-7 Mario Party und Hangtime gespielt. Ja, ey, Hangtime. Und die anderen Schwest, aber auch volle Möhre. Und da haben wir versucht, aus der Suite oben den Fernseher zu klauen. Ja, von der hat aber nicht durch die Tür gepasst. Und dann hatten wir so einen Fernseher und den geviertelt. wir saßen davor und haben das Ding alle angeschrien. Das war so geil. Und dann, das war ja so ein Hausboot oder halt ein Hotel, was ein Boot war. Und dann sind wir draußen auf diese Planke gegangen. Also erstmal ist Sami rausgegangen und hat reingeschissen. So. Ja, aber dazu gibt es ja auch die Geschichte, dass Sami einfach der krasseste Heimscheißer ist. Ja. Er geht nie kacken, wenn er auf Klassenfahrt ist. Genau, und wir waren aber eine Woche da. Ja, wir waren eine Woche. Und dann wir haben ihm gesagt, kack jetzt mal. Es ging halt nicht mehr, er konnte es nicht mehr halten. Er wollte es nicht machen. Und da haben wir gesagt, wenn du jetzt schon kackst, dann machst du hier ins Wasser. So. Hat er sich so von, also wir haben quasi auf einem Hausboot gewohnt, ja, was einfach nur in den Fluss rein betoniert war. Am Rand, das war total sinnlos. Es hat sich außen bewegt, das war schon ein Boot, glaube ich. Es ist aber nicht geschwommen, als wir da waren. Ich glaub, das hat sich gewackelt. Das hat sich gewackelt. Ja, und er hat sich halt von außen an das Boot rangehangen und hat so richtig schön reinflutschen lassen. Wir saßen drinnen, hatten alle die Ohren offen ins Fenster und das Platschen. Aber ich glaube, Christian hat sich versteckt, als das passiert ist. Er hat die Bilder für die Tina vorbereitet. Das ist wirklich, es ist gar nicht so schlimm. Aber ich fand es witzig, als ich es gefunden habe. Ich nehme mal hier das Second Mikro jetzt weg. Und zwar... Vielleicht lassen wir Tina erst die Bilder kurz angucken und dann kann sie ja, dann können wir ja kurz sagen, was sie da eigentlich gerade sieht. Dann sage ich so lange noch, dass so, wir zum Hausboot. Ich hatte auch Boxen mit, die habe ich ganz vergessen. Boxen haben wir nach außen gedreht und nach den ganzen Fluss beschallert. Mit auch, ich weiß gar nicht, wie man muss. Ach ja, mit dem DVD-Player. Ja. Und haben übelst laut Mucke gemacht und über uns kam halt auch, ging Fenster auf und eine Deutsche halt so, könnt ihr nicht mal leiser machen und Ludwig so übelst schlecht. In Englisch? Und wir halt noch lauter aufgetreten. Die ganze Zeit reden wir Deutsch da draußen. Und dann er so, in Englisch? Ich wüsste, dass ihr Deutsch könnt. Weiß ich gar nicht mehr. Aber richtig gut, ey. Aber es waren auch echt so dünne Sperrholzplatten als Wände. So. Also ja, aber das war echt geil. Wir standen da zu sechs draußen auf diesem Boot und haben übelst laut Mucke gehört. Und das schallte ja über diesen ganzen Fluss. Das wie auch immer der heißt in Prag, ich weiß es nicht. Das ist die Dingens hier, die große. Ich bin Geografie gerade. Ich weiß Volga. Das ist der Po. Das ist nicht der Po. Nicht in Italien. Keine Ahnung, was durch. Die Elbe ist doch. So schön haben wir aufgehört. Jetzt alles Geografie. Nein, Alter. Also, ich glaube, wenn, dann ist es die Wolga. Aber ich glaube, die Wolga ist die Wolga. Die Wolga ist in Russland, du Arme. Die Wolga ist übrigens lang. Aber es ist in Russland, du Idiot. Na, aber. Es war nur Spaß, aber. Nein, aber eher ist die Wolga als die Elbe. Nein, ich muss zu bedenken geben, die Elbe fließt durch Dresden und Dresden ist 150 Kilometer von Prag weg. Von daher. Wir geben uns gerade zu.
Ich hör's auf ja, und wir hatten bei Frau Schmörner irgendwie. Guck jetzt nach. Das ist die Moldau, Mann. Die Moldau. Sag ich, hab ich doch gesagt. Volga. Weil Volga so ähnlich klingt. Genau. Die Moldau. Genau. Sami, wir sind alle Gymnasium. Abitur und Sohn. Die Moldau ist voller Negativ. Oh, ey, das ist so schade, dass wir Abitur und Sohn nicht durchgekriegt haben. Abitur und Sohn, wir sind alles Gymnasium. Gut, hier, guck dir mal die Fotos an, hier, Tina. Das weckt bestimmt Erinnerungen bei dir. Fick dich, Alter, die kannst du nicht reden. Du bescheuert! Geilste Reaktion! Alter, Verwalter! Die werden nicht angeblendet, Laptop kaputt. Na komm, das können die sich da hier mit angucken, als wenn das so schlimm gewesen wäre. Warum hast du meinen Arsch da drauf? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, dass du mir in der... Wann bist du zu uns gekommen? Achte. Du hast mir in der 9. Klasse erlaubt, dir jedes Mal, wenn ich das möchte, dass ich deine Unterwäsche fotografiere. Ich durfte immer deine Tangas fotografieren. Und ich hab dir gesagt, wir machen das deswegen, damit du irgendwann eine Postkarte kriegen kannst, wo alle drauf sind. Und ich hab noch nie. Ja, hast du mit. Nee, aber es sind ja am Ende gerade auch nur 5 Bilder. Und eins der Bilder da, wo du komplett mit nacktem Arsch da bist, das ist von deinem Handy. Das haben wir nämlich von deinem Handy geklaut. Ja. Das muss Paul gemacht haben. Das hat Paul gemacht. Ja, klar, da sind ja auch irgendwelche Schriftzüge. Was geht denn hier ab? Was war denn das? Warum hast du geschrien? Ja, wir waren's nicht. Was war das denn? Keine Ahnung, wir waren's nicht. Den Döner ist explodiert. Ich war's auch nicht. Ich bin so erschreckt. Sowas erlebt man nur im Mundshof, Kebabhaus, Weimar. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Besuch wert. Guck mal, das ist nicht dein Arsch. Kannst du den Arsch identifizieren? Ja, kannst das du den. Lina, ja. Lina hat immer rote. Nee, ist keiner von unserer Schule. Aber Lina hat immer rote. Ich muss kurz den. Ach, du weißt es. Ich dachte, du wusstest es. Ach so, alles klar, okay, ja. Erkennst du den Arsch? Nee, ist auch nicht deiner. Ich erkenne deine Schule. Einfach, das ist so rar. Oh, je, Alter. Und das DDSW, das heißt irgendwas. Deutschlands dümmster Scheiß. Nee, die. Wackelpopos. Die irgendwas oder so, egal, wurscht. Das ist einer von dir, glaube ich. Ja. Das ist ja auch mein Finger hier. Und jetzt kommt noch ein kleines Verführerfoto. Hey, ich hab das nicht gesehen. Das war ja nicht mal ich. Ey, das kenne ich aber auch, Alter. Das habe ich auch schon mal auf einem Handy oder so. Naja, das habe ich dir bestimmt gezeigt. Das kam auch von Tinas Handy. Das habe ja nicht mal ich, das Foto. Ja, warte, willst du auch nochmal gucken, Ludwig? Ja, du meinst, warum ich da auf dem Klo war? Ja? Ach, hast du so laut geknallt, ja? Ich hab mich gern, Alter. Warte. Achso, ja, die ersten aber beiden sind nicht von Tina. Aber die haben immer gesagt, ich habe einen Arsch wie Mila. Wer Mila, ist das? Die Volleyballspielerin. Achso, hier Mila. Dann lachen. Das ist von Tinas Handy geklaut. Wieso, ich hab einen voll geilen Arsch. Das auch. Das ist mit Lina. Achso, das ist das. Was ist mit deiner Nase passiert? Ey, ich habe aber noch ein paar geile, glaube ich, hier. Warte, ich guck mal in dem... Gut. Untertitel sind nervig. Hier liegen jetzt noch Zettel und die haben auch... So, was haben wir noch? Wir haben hier noch... Gerade mal London. London, was? London, ja, aber das war da alle nicht, oder? Das war so nicht. Du warst mit, ja, stimmt. Du war. Ey, stimmt. Ja, der hat die Wiederholer. Die Wiederholer. Ja, hatten wir unser Abitur schon. In London. Ich weiß gar nicht, ob das ist hier so. Also jeder hat so einen Zettel gekriegt, ja. Wegen der Gastfamilie, ja, der Hostfamilie. Okay. Da waren so diverse Daten. Und warte, lass mich nicht falsch sagen. Es war BS oder irgendwie. Genau. Eine Spalte war BS oder. Das hieß halt Busstop irgendwie abgekürzt. Ja. Oder Busnummer. Halt, wo, wenn wir abgeholt werden, da waren so bei Familien praktisch, da würden wir rein, so Gastfamilien. Und dieses BS war praktisch immer die Abholnummer, wo wir aber früh abgeholt. Es war irgendwas anderes. Es war irgendwas, was die Abkürzung für Kinder hätte sein können. Ja, es hätte auch irgendwie für Kinder. Und bei den anderen war überall, bei den Gasten immer 2, 1, 0 oder 3 oder so. Und bei uns war halt 11. Und wir dachten dann, Alter, die Familie, wo wir hinkommen, hat 11 Kinder. Und die hießen halt irgendwie, warte, das möchte ich falsch sagen, also auf jeden Fall Vorname, nee, die Nachname war Ahmed. Ahmed, genau. So. Und halt, und also, Kalle ist islamisch, sage ich jetzt mal, geprägt. Ja, und Kalle hat halt echt gedacht, die haben dann da 11 Kinder und hat keinen Bock da mitzukommen.
So. Und dann da meinte er irgendwie so, ja, nicht, dass wir dann auch morgens irgendwie unseren Teppich ausrollen müssen. So richtig schlecht. Und das Ding ist, wir kommen dann dahin. Der eine Typ, der war übelst cool, ja. Der war halt irgendwie aus dem Iran oder so, ja. Keine Ahnung. Und seine Freundin war, seine Frau war Philippinerin, ja. Und sie hat nicht ein Kind. So. Ja. Und die waren übelst cool und es war übelst geil. Wir hatten eigentlich immer recht geiles Essen und alles, ja. Abends gab es richtig geile Scheiße. Und ich weiß noch, die Frau von ihm hat Kalle dann zusammengeschissen, weil er da gerade Stress mit seiner Freundin hatte. Es war so lustig, über SchülerVZ noch so geschrieben oder so, oder was das damals war, Facebook war es noch nicht, glaube ich. Und das war nämlich so, dass wir 0 Uhr irgendwas gestartet sind oder mitten in der Nacht irgendwie hier am Bahnhof. Ja. Und Kalle kam halt irgendwie an, hat noch gefeiert und kam gerade ja, so an. Das war so ist, geil. Ist über den Bahnhof irgendwie gestolpert, kam über den Zaun an. Ja, guten Morgen, so übelst voll. Herr Piep. Herr Schmadel. Ja. Schmadel. Und dann die Fahrt dahin war nicht richtig geil. Ja. Die war richtig lustig. Aber zurück war es eigentlich auch geil, weil praktisch alle, ich sag jetzt in Klammern gesehen, mal coolen Leute waren hinten, ja. Und die ganzen Langweiler waren vorne. Ja. Und wir haben eigentlich auf der Rückfahrt, haben wir eigentlich nur Party gemacht hinten und von vorne gesagt, oh, wir wollen schlafen. Ja. Wir haben halt irgendwie die ganze Nacht durchweg nur. Das war richtig geil. So muss es sein. Aber London, ja, da sind ja dann die ersten Videos auch entstanden. Du warst nicht mit, hast voll was verpasst. Wir sollten ja so eine Aufgabe machen, bei Frau Schmelmrich war das aber sehr entspannt. Ja. Und haben wir natürlich statt den Aufgaben ist dann dieses Video Public Prank Compilation London entstanden. Und das war ganz toll. So, und was ich nämlich sagen wollte, wir haben im Nachhinein, wir sollten währenddessen so ein, von Frau Schmelmrich auch so ein Tagebuch schreiben. Und ich, gewitzt wie ich bin, habe es natürlich nicht gemacht und habe im Nachhinein aus der Jetztzeit geschrieben. Oh, jetzt sind wir gerade bei Dings und Dings. Und sie hat mich dafür gelobt, dass ich das so aktiv gemacht habe. Ich habe 15 Punkte bekommen. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, wir haben praktisch diesen letzten Abschlusstag von der 10. Klasse, wo wir in Taubach oder so waren. Taubach ja. Gefallen. Ja, ja, den ja. haben wir eben einfach übergangen in unserer Liste. Ja, der ist steht darauf bei, möchte ich mal zurückkommen. War das der Tag, wo wir Tina immer den Berg hochtragen mussten? Weil das war der Tag, wo danach ein Zeitungsartikel ja, erschien. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Halt. Wegen der Anzeige. Ja, das sollten wir aber vielleicht nicht zu sehr vertiefen. Das ist keine Ahnung. Also an dem Abend ist halt irgendwie ein Jägerstand umgefallen. Ja. Ungünstigerweise am gleichen Abend. Und diverse Verkehrszeichen sind abhanden gekommen. Das war ganz komisch, dass das so auf den Tag gefallen ist, an dem wir gezeltet haben. Ja, also das kann man sich die Zusammenhänge sind nicht wirklich erkenntlich. Das so Geilste ist, alle wollten durchmachen, fast keiner hat es gemacht. Ja. Irgendwie die meisten sind um 4 eingeschlafen und ich bin mit Sascha und dir, glaube ich. Nee, mit Sami. Mit Sami und Sascha und noch irgendeinem. Vielleicht Ludwig. Ja. Die Ludwig auch nicht. Ich und Ludwig, wir haben auch nicht gepennt. Ja, da gibt's dann sind wir nachts um 4 zu mir nach Hause gelaufen, nach Erlingsdorf, haben da 4 Stunden lang Mario Kart gezockt, sind dann wieder zurück auf den Zeltplatz und haben aufgebaut mit euch. Das war richtig geil. Und da gibt's noch dieses legendäre Foto, wo alle pissen und ja. Ich so irgendwie, Max, oh, alle breitbeinig. Alle breitbeinig, dann kommt Patrick. So, übelst geil ist sein. Halt, nee, da haben wir auch die Lieder gesungen und alles. Ich habe auch seitdem ein Foto von der Spitze vom Genital von Herrn Schmölkner. Nein, ja, das habe ich gemacht. Das sogar auf Facebook, also. Ich habe das noch. Hast du es noch? Ich habe es auch noch. Das hat Daniel, glaube ich, gemacht. Ich habe es erst an der einen Seite angetäuscht und dann zieht er so rüber und dann geht er auf die andere und dann mitten im Pissen und ich glaube, er hat die Gürtelschnalle erwischt. Das sieht auf da haben wir im Burger King gesungen, weil du die. Ja, du kanntest die eine aus dem Treff. Ja, und auf dem Zeltplatz weiß ich auch noch. Ihr habt ja übelst viel Bier getrunken und Tobi hat einfach sein Bier irgendwo in den Wald geworfen und hat auch eine Bierflasche getroffen, die auch schon da lag. Also da lagen so viele Bier. Was auch geil auf. Schmölkner hatte, Schmölkner hat ein Zelt mit. Hat ein Zelt, pass auf. Und wir hatten, das war so ein Riesending, man, Vorabend hatten wir gegrillt halt. Und so ein fettes Ding Nudelsalat. Und irgendwann mitten in der Nacht, wo alle harter waren, flog das Ding halt so. Und du bist es, Nein, es war halt seine Schüssel. Und dann ging es halt nur, damit er die morgens vergisst. Und die Kerl hat eine voll, haben uns einfach so genommen und Richtung sein Zelt geschmissen. Die flog halt über das Zelt, ging auf und überall war und am nächsten Morgen war alles voller Schnecken. Alles war voller Schnecken und es war so abartig. Ich weiß, dass auch Tina ist noch durch die ganzen Zelte gestolpert, weil die übelst besoffen war. Mit Lisan war das. Lisan war
dabei. Ich bin über die Strecke geflogen, ja, die Brennnessel. Alles niedergerupft. Ja, vor allen Dingen stand da kaum ein Zelt, weil wir haben es ja alle nicht aufgebaut. Ja, ey, es hat aber auch nicht wirklich viel gegeben an zeltenden Menschen. Also ich weiß, dass ich mit Micha auf jeden Fall da gezeltet habe. Ja. Ich habe mit Ludwig auch einen. Also es waren nicht viele Leute dann am Ende da, weil es war auch echt arschkalt. Aber trotz allem, es war abgemacht, wir zelten da und dann verpisst sich mehr als die Hälfte. Ja, Micha hat irgendwie gekotzt, weil er ein Bier exen musste. Ja, also, ja, ich weiß noch, Toni hatte, glaube ich, irgendwie ein 7-Mann-Zelt oder ein 5-Mann-Zelt und wir haben mit 8 Leuten drinnen gepennt. Wir lagen alle so irgendwie kreuzig, wer da drinnen ist. War, da drinnen waren es gefühlte 90 Grad Luftfeuchtigkeit und 95 Grad. 90 Grad Luft und 35 Grad und früh kriechen wir alle aus dem Zelt und es war einfach komplett kalt. Das Geilste ist irgendwie der in diesem Zelt lag. Der ganze Bodenfrost. Diese ganzen Schnecken und lang halb in diesem Zelt, seine Beine gucken raus und überall krabbeln die Schnecken an seinem Nudelsalat an diesem Zelt hoch. Das war schon legendär. Dieses Bild. Boah, war auf jeden Fall ein geiler Abschluss für eine geile Zeit. Ja, das war sehr lustig. Und dann halt, wie gesagt, im Nachhinein, ja, irgendwie, da war, sind Sachen kaputt gegangen und alles und keiner wusste wer, obwohl es angemeldet war. Ja, ne, aber Frau, unsere werte Frau Schmutterstab hat es doch gerafft, oder? Die hat doch gesagt, hier, was war das gar nicht hier. Nee. Ja, die hat also vermutet. Die vermutet, aber sie konnte es ja nicht bestätigen. Ja, natürlich nicht, aber sie hat halt... Die sind ja ab irgendeinem Punkt, wo die dann gegangen sind, da ging es ja dann richtig. Aber was hat sie denn zu vermuten gehabt? Die waren es ja nicht. Ich sag's nur nochmal, also nicht, dass es so rüberkommt. Ich kann ja trotzdem vermuten, dass wir es gewesen sind, aber wir waren natürlich, nicht. Natürlich, ja. Vermuten kann man das alles, ja. Oh, scheiße, ey. Naja, gut. Doch. Und wir hatten früh die erste Stunde bei Herr Schmarx, das weiß ich noch, Musik. Echt? Ja, das war wir am vorletzten Schultag haben wir und am letzten hatten wir. Sind wir noch in die Schule? Ja, wir mussten in die Schule. Die haben auch rausgekriegt, dass wir die erste frei haben. Die zweite, hatten wir bei Herr Schmarz und dann hatten wir Frühstück und Zeugnisausgabe. Ja. Das weiß ich noch ganz genau, da ist auch so ein Bild entstanden. Deswegen war nämlich die Diskussion, ob wir zelten sollen, weil sie gesagt haben, wenn zelten, dann sind wir trotzdem am nächsten Tag. Genau, darum ging es ja. Und da haben sie noch rausgehandelt, dass wir erste frei kriegen. Da ist auch so ein Bild entstanden, wo alle so ein Frühstückstisch oben im Raum. Und alles sehen ungefähr so aus. Ich habe ein übelst legendäres Bild von Micha, der ja seinen großen Rucksack dabei hatte, wo das Zeltzeug von ihm drin war, wo übelst viel Scheiß drin war. Und am nächsten Tag, weil wir übelst spät dran waren, einfach nur alles zusammengepackt und voll an seinen Rucksack dran gebunden. Der hat einen mannsgroßen Rucksack auf dem Rücken und sitzt auf seinem blauen Krückefahrrad und fährt über diesen übelst zerbombten Weg da von Taumach weg. Überall sind Pfützen und die Sonne scheint so drauf. Das muss ich auf jeden Fall dir auch noch mal schicken, das können wir dann auch einblenden. Das ist so ein geiles Bild. Auf jeden Fall so legendär, weil wir waren halt alle noch übelst voll, als wir da Schmarks drin waren. Und dann halt bei dem Foto halt auch waren wir alle so. Dass ich den Mülleimer gekotzt habe. Ja. Sehr, sehr geil. Wir haben auch Frau Schmirmse noch gar nicht. Wir haben einige noch nicht. Wie gehen wir dann noch mit unserer Musiklehrerin? Bei Frau Schmirmse fällt mir immer als erstes ein, mein Vortrag über die Ärzte mit Patrick. Und Geschwisterliebe. Ja, da hat nämlich Frau Schmirmse gesagt, hey, die habe ich mitgemacht. Ihren Bruder auch flachgelegt. Sie hat ihren Bruder auch immer flachgelegt. Aber das war nicht gedacht. Das war halt lustig, weil Patrick hat ziemlich krass vorne gefurzt die ganze Zeit. Das war extrem lustig, so einen Vortrag zu halten. Ich weiß nur noch, dass wir einmal diese Single-Kontrolle hatten zu Maria von West Side, sorry, dieses Ding hier, I just met a girl named Maria und so. Und der letzte Ton geht doch dann so, Maria. Und, dann so, und du standst vorne und der letzte Ton ging, Maria. So absichtlich scheiße, es war so abgemacht, pass auf, ich bring das zur Kontrolle. Und alle warten und letzter Ton, just met a girl named Maria. aber jeder hat den Ton doch auch verrissen, oder? Ja. Dann doch keiner auf die Reihe bekommen. Was nur geil ist, wie viele damals einfach nur vorgegangen sind und haben sich nicht getraut zu singen. Ja. Das ist so und sie hatten nur Einsen vergeben an die Leute, die es gemacht haben. Oder halt mal eine 2, wenn es wirklich richtig schlecht. Konnte wirklich nicht singen. Das ist okay. Nein, aber also wenn es wirklich... Ich meine, es gab auch mal ein paar 2 und 3, aber die waren dann halt wirklich so richtig. Du schuldest mir noch einen Kasten Bier. Du wolltest nämlich zu Deutschland durch den Superstar gehen. Ich habe letztens erst dran gedacht und ich dachte, das wird der nie wieder ansprechen. Du hast gerade gesagt, du kannst singen. Darauf ist es mir eingefallen. Oh, scheiße. Ich habe letztens wollte zu DSDS dran gedacht. Du kannst es noch mal machen. Tina, wenn ihr wollt, dass Tina zu DSDS geht, ruft an unter dieser Nummer. Wie viele Kommentare brauchst du unter dem Video, damit du es machst? Egal, was Tina machen soll. Robin macht Werbung dafür. Wie viele Kommentare willst du haben?
Ey, komm, ich geb dir einen Kasten, komm. Ey. Ich krieg das oh, nicht. Ach, komm. Was ist denn? Du bist Superstar. Wie wär's denn mit, du darfst dir aussuchen, wie viele Kommentare du brauchst und ich geb dir einen Kasten, wenn du es machst. Du darfst dich auch verkleiden. Ja, aber wenn ich es nicht mache und ich die Kommentare... Dann krieg ich den Kasten. Ja, wenn du die Kommentare da. Kriegst... Nein, das musst du dir jetzt halt überlegen. Wie hättest du es denn gerne? Ah, du musst auch ins Fernsehen kommen damit. Also sonst geht das nicht. Sonst kannst du sehr viel erzählen. Darum mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ja, wenn Tina da einmal steht, ja. Dann kommt es auch. Ja, das ist ja klar, ja. Oder? Musst du mit dem Rücken zeigen. Na, Tina, wie viele Kommentare hast du denn jetzt? Ey, am Ende wirst du hier reich und berühmt und so und sagst dann, hey, danke, Basti. Achso, dann brauche ich 1000 Kommentare. 1000? Bist du verrückt? Hey, aber okay, sie hat's gesagt. 1000 Hand drauf? Geil, geil. Okay. Basti macht jetzt 1000 Kommentare zu Hause. Alle Freunde und Kumpels werden angehauen, also egal was ihr kommentiert, aber einfach nur drunter schreiben. Also, soweit ich weiß, erkennt YouTube keine Spambots, von daher. Um zurück auf die Musikunterricht zu kommen. Das so nach, also ja, Feedback kommt ja auch drauf an, nach was für einer Zeit noch. Ja, ja, also ist irgendwann musst du dann sowieso hingehen. Um zurück auf den Musikunterricht zu kommen, da weiß ich noch was mit Ludwig. Wir mussten immer hier Noten an die Tafel malen oder so. Das gar nicht und es konnte niemand eigentlich. Konnte. Und, aber Ludwig konnte es besonders nicht. Er hat es auch immer laut betont. Und Frau so Ludwig, so wie, es geht jetzt einer an die Tafel und macht das. So, Ludwig, du, ich kann das nicht, ich geh da nicht vor, ich mach da nichts. Ich kann, also nur, weil du in den Taubach gewohnt hast, ne? Die hatte ich ja, dann immer. Johann hat mich ja mal geschlagen. Das muss man ja hatte ich allerdings habt ihr auch... Der hat mich doch mal geschlagen, als ich ein Kind war. Echt jetzt? Ja, und deshalb habe ich immer nur eins in meinem Singen bekommen, obwohl ich nie singen konnte. Aber ihr habt auch mal, als Winter war, auf ihrem zugeeisten Teich ihre ganzen Möbel draufgestellt. Ja, und dann am nächsten Morgen ist das Eis durchgebrochen. Ja. Wir haben auch mal zu Halloween bei ihr geklingelt und sie, hat uns Walnüsse und Mandarinen gegeben und ja. Wir dachten uns, was sind denn das bitte für Süßigkeiten? Und dann haben wir halt auf der Motorhaube, auf ihrem schönen Lada quer Ketchup überall verteilt. Der Lada ist echt geil. Also der sah ja echt aus wie Albert Einstein, der Typ. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der hat mich geschlagen. Nur um es nochmal zu sagen. Ja. Du wirst es nicht glauben. Der hat mich geschlagen. Du denkst, ja, schön. Aber Einstein, das ist ganz gut. Dann hat mich geschlagen. Ja. Jetzt sind wir schon wieder von der Single-Kontrolle weg. Aber das hat doch nichts mit unserer Klasse zu tun. Nee, ist ja trotzdem geil. Aber ich will nur kurz einhaken, dass wir einmal einen Schnitt von 5,6 hatten in einer Englisch. Und dann hatten wir danach nochmal. Und die muss dann wiederholt werden. Und dann hatten wir, glaube ich, 5,3 oder so. Ja, also minimal. Also, und Anton war die beste Note mit einer 3. Ja genau, hier, nachdem das passiert ist, dass ich vorgehen musste und mich geweigert habe, musste ich dann bei Anton Musik Nachhilfe nehmen. Da habe ich viel geschafft. Yeah. Na vor allen Dingen, es war halt so geil, sie hat sich in der Zeile vertan und liest halt vor Robert 4. Und ich, ja! Ja, da bist du! Da habe ich mich übelst gefreut und dann übelst, geht sie weiter und dann irgendwie, oh nee, ich habe mich vertan, Robert, du hast eine 6. Ich meine, mit was anderem habe ich nicht gerechnet. Ich gebe ein leeres Blatt ab und bekommt eine 4 dafür. Ich meine, aber sie kam halt, warum sie auch auf die Idee kam, mit uns auf einmal Notenlehre zu machen. Ja. Das ganze Blatt. Nein, aber wir haben doch die Jahre davor, wir haben immer nur gesungen, wir haben das nie gemacht. Und irgendwann ging es. Na, wir machen mal irgendwie Dreiklang oder irgendwie... Ja, das Ding ist, sie hatte dann irgendwie gemeint, ja, ich habe ja eigentlich den Plan, dass ich Praxis und Theorie zu gleichen Teilen oder zumindest so ein bisschen irgendwie machen muss oder so ein Scheiß. Und ich glaube, daraufhin musste sie es dann halt einfach machen. Aber Singerhaltung sitzen war schon immer gut. Okay, Singerhaltung sitzen? Hoch auf dem Geländewagen! Ich bin Schwagerbaum! Dieses Lied was hat Beste war eh hier. Über den Wolken. Projekt ja, über den Wolken, was Robin umgedichtet hat. Ja. Achso, in den Fetzen schwimmt Urin. Das hat mir gar nicht gefallen. Vor allem, wir haben das dann, als wir das laut gesungen haben, alle haben wir immer alle Urin gesungen. Ja. Ja. Stimmt, ja. Auf der Straße so Masse runtergegangen. Ja. So, Max scheint wirklich nicht mehr zu kommen, dann droppe ich jetzt mal den Namen Frau Schwiebel. Bei der nämlich das passiert ist, dass er eine sehr schlechte Note hatte. Und nein, es war die letzte Note. Er stand auf 0,5 und sie hat aber schlecht abgerundet. So, und das hat ihm gar nicht gefallen. Sie hat es aber vor allen Dingen dann auch noch lang und breit erklärt, warum sie jetzt zur schlechten Note gegangen ist. Damit er eine Motivation hat, das nächste Mal die bessere zu kriegen und das wirklich lange, weil es war ja auch wirklich, eine 5 auf dem Zeugnis zu haben, ist ja schon krass. Ja. Aber sie hat es wirklich dann ganz lang erklärt und daraufhin. Hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich will doch keiner aussprechen. Ich zünd ihr Haus an! Ich weiß, wo ihr Haus steht! Die Potze, hat er gesagt. Ja, er hat,
und ich schlitz ihre Reifen Ich wollte gerade sagen, wir haben echt schon viel Scheiße mit Lehrern gemacht und gerade mit der, wo ich auch echt gut war an Mathe, ja, das war ein Achten. Da waren wir, glaube ich, alle gut, weil ich weiß, es war eine gute Lehrerin. War echt super lieb, ey. Und die haben auch gute Lehrerin. Die haben wir auch später nochmal gefragt, ob die mit uns zur Klassenfahrt kommt, als Aufsicht, und hat sich geweigert. Ich glaube, die hatte auch wirklich einfach Schiss vor Max. Wenn sowas jemand zu dir sagt. Jung mit Gutenberg und sowas, also relativ frisch. Ja, ohne Scheiß, das war schon ganz schön assi. Ja. Das war aber auch die Zeit, wo man Max sowas nicht sagen sollte. Oh Mann, ey. Ja, das war schon... aber Frau Schmiegel war trotzdem ein sehr schöner Pädagoge. Ich streiche die mal durch. Wir haben nämlich in Troppe jetzt nochmal Frau Schmimmermann. Leider ist da Sami der Beste, weil also irgendwie vergesse ich die Hälfte von der Frau Schmimmermann. Das war Referendarin mit orangen Haaren. In Sozialkunde. Die wird dich halten sehen. Das ist mies schon wieder. Tina, du bist doch jetzt erwachsen. Oh, Hafenpark. Das war so, mit einer sie hat ja den, sie hat den, den, sie hat den Vogel. Sie hat den Vogel schon abgeschossen, als sie in der ersten Stunde einen Sitzplan erstellen wollte und von jedem ein Foto. Ja, das Foto! Natürlich macht da jeder irgendwie diesen hier. Und das da ist ja, sie natürlich. Hat sie doch nicht durchgekriegt mit dem. Ja, den Sitzplan, wir haben es doch nie so gesetzt wie sie. Natürlich, wollen. Wir haben es immer anders gesetzt. Ich saß da immer neben Max, das weiß ja, ich nicht. Der hat auch geheult im Unterricht. Ja, also das ist halt so mies, aber. Ja, aber was. Aber Riffen und Augen haben die größte mit den roten Haaren überall. Die kamen rein und wir haben ihren Namen ganz laut und lang gerufen. Frau Schiegermann! Die Schneegans hatten wir auch noch mehr. Die Mathe, die war immer die war voll gut gestellt, aber die hat nur auf die Fresse bekommen. Also die Dicke? Ja, so rundlich. Ja. Aber die hat so ganz eng aneinander auf den Augen. Die hat schon ein bisschen kürzer gezogen. Und wen geht's jetzt? Frau Schneegans hieß. Schneegans hieß die. Schneegans. Nein, ohne N. Doch, die ist Frau Schneegans. Nee, heißt jetzt hier Frau Schneegans. Ach so, gut. Ja. Jetzt weiß auch jeder, wie sie heißt. Ja, die ist doch eh weg. Die ist gut, meinst du aber was? Ah, wir hatten noch so hatten wir eigentlich Herrn Schmunert? Ach, oh, der war cool. Schmunert, ey, richtig. Mit dem habe ich ja ab und zu immer noch mal Kontakt. Ja, also klar, ist der cool. Ist ja auch ab und zu noch hier. Cooler Typ. Das ist richtig geiler Typ, ey. Alter, wenn dich ein Referendar im Unterricht Homofürst nennt, dann muss der ja cool sein. Pass auf, im Nachhinein, er ist ja jetzt hier Lehrer irgendwo im Westen drüben, ja. Und jedenfalls, da war er hier bei Lukas und Streiki und hat dort gepennt irgendwie einen Tag und so. Ja, im Loch, Alter, in der Kippergrotte, Alter. Ja, also gepennt. Nee, damals noch nicht. Ja, gut. Jedenfalls egal. Und er kontrolliert halt gerade irgendwie Sozialkunde, Klassen oder Klausuren, 12. Klasse. Und ich war halt gerade auch da und du musst dir vorstellen, er sitzt da, so, säuft was. Oh, da gebe ich einen Punkt. Und da gebe ich keinen. Und das hätte er besser schreiben können, da gebe ich einen halben. Und du denkst dir so, so hat er damals seine Arbeit auch kontrolliert. Einfach nur, er sitzt da, oh ja, oh, hm. Und es geht um was und so. Ich meine, ich habe ihn da mal drauf angesprochen. Also ich mache mir da irgendwo schon ein bisschen tiefer Gedanken manchmal, aber halt bei manchen halt auch nicht. Aber der Herr Schmuder wollte aber immer echt viel fetzen. Also ich glaube, da hat auch ein bisschen viel Show gemacht. Ja, aber trotzdem cool. Stimmt das, dass er die geknutscht hat? Echt jetzt? Nein. Doch. Ich hatte eine Wette laufen gehabt, dass ich den noch kriege. Vor der von der Schule. Du wolltest dir den holen, ich wollte ihn unbedingt haben. Mit die Schmosse. Du wolltest den Knall. Wer ist denn das? Und dann wurde mir das gesagt... Ich glaube, die war eins unter uns. Nee, zwei war die unter uns. Dann wurde mir gesagt, Brille. Und dann wurde mir gesagt, dass die zusammen auf Klassenfahrt waren und dass er die geknutscht hat. Krass. Ernsthaft? Da muss ich sie mal drauf ansprechen. Frag sie mal. Also vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, aber ich glaube, das stimmt. Okay. Und ich habe es mir so vorgenommen, als Ziel, bevor ich von der Schule gehe, habe ich noch was mit dem Schmunert. Sprich's aus, du wolltest den bumsen. Ja. Du wolltest richtig klein lassen. Nein. Also meine Kinder mal sehen, ey. Ja, aber zwischen euch hat es schon in der ersten Stunde geknistert. Das war nämlich Wirtschaft und Recht. Ja. Da kam er und der saß erst zwei Stunden nur hinten. Ja, und ich saß immer hinten. Da hat er schon geschäkert und dann hat er einmal Unterricht gemacht und da kam ein Hieb nach dem anderen so. Von wegen, ja, Tina und so. Aber tja, Tina, hast du verkackt. Ich glaube, er war richtig geil auf Maxi auch. Weiß ich nicht. Ja, weil alle Mädels in der ersten Reihe in Wirtschaft recht immer gute Noten hatten und immer einen großen Ausschnitt hatten. Ja, weil du halt höher gestanden hast. Es war wirklich so. Warum saß du in der letzten Reihe? Weil du dumm bist. Keine Ahnung, aber. Er hat es auch von in der letzten Reihe gesehen, Tina.
die Danu, unser fiktives Unternehmen, weißt du es noch? Ja, das weiß ich sogar. Wir machen bei Die Danu, da war Robin. Wie hieß denn das? Das hatte so eine. Die Danu. Ja, nee, ich meine dieses. Noster? Nein, dieses. Stickert, Langbein, Noster. Stickert, Langbein, Noster. Wo war ich? Ach, Tina. Langhans? Tina. Langhans oder Langbein? Nee, Langbein, Christine war dabei. Tina, also Stickert, Tina, Langbein, Noster. Stilano. So, hallo. Genial. Dieses Ganze, dieses hieß. Fiktives Unternehmen. Nein. Spiel, Projekt, Spiel, irgend sowas. Spielbörse. Nee, Planspielbörse. Planspielbörse. Ich hab das so gehasst, wenn er es ausgesprochen hat. Planspielbörse. Alleine Planspiel, ja. Das ist so sinnlos gewesen. Das war richtig so. Ich hab so die Nasenhaar wollen wir nur Faktoren. Wir haben halt einfach mal eine 1 drauf bekommen. Genial. Vor allem das Geilste ist ja, wie wollen dann absetzen? Und du denkst so, hä? Was haben wir denn gegründet? Was haben wir denn, haben wir denn gemacht? Ein Skater-Klamottenladen. Ja, genau. Echt? Ja, ja. Ich habe absolut keinen Plan mehr, was wir gegründet haben. Das war total behindert. Du kannst dir irgendwas ausdenken. Wir haben dann auch irgendwie hingeschrieben, dass wir halt eben dann alte Leute einladen und denen halt dann die Nasenhaare aus der Nase farben. Und haben das dann berechnet, wie viel das kostet. Und das hat natürlich am Ende alles Sinn ergeben. Und das haben wir auch eine 1 drauf. Scheiße, Alter. Auf jeden Fall hat dieser werte Herr Schmade dafür gesorgt, dass fast meine, Seminarfahrarbeit übelst schlecht bewertet wurde. Obwohl Herr Schmeichhorn nämlich die übelst gut fand. Herr Schmeichhorn fand die richtig gut. Ich habe Herrn Schmade letztens getroffen, als ich nach Bayreuth mit dem Fernbus gefahren bin. Da sitzt ein Mann. Also so schräg gegenüber und starrt mich die ganze Zeit an. Ich denke, Alter, was will der denn von mir? Was für ein Pädophil? Das ist so einer, der erkennt, der, der erinnert sich so an jedes Mädel. Brille, und irgendwann ging er aufs Klo und kam nach dem Klo wieder und fing an. Kennen uns doch, oder? Ich sag, ach du Schande. Wenn du wüsstest, was der auf dem Klo gemacht hat. Sie haben hier eine Brille hat, mehr auf. Herr Schmade? Oh, wie könnte ich dich und Robin Noster jemals in meinem Leben vergessen? Und ich. Haben wir eine Pizza bestellt? Ja. Ja. Was ist das für eine? Wir nehmen gern. Weiß ich nicht. Oh, saugeil. Und er hat erzählt, dass er jetzt eine Augen-OP und so hat und dass er deswegen nicht sicher war, ob ich das wirklich will. Ja, aber nachdem er Danny umgeholzt hat, hat er bestimmt mal schon die Augen operieren lassen. Was? Er hat doch vor der Schule Danny mit dem Auto umgeholzt. Ja. Das wüsste ich gar nicht mehr. Fahrrad, ich habe jetzt auch überlegt, aber ja, er hat mit einem Auto und Fahrrad. Und die hatten genau, ja. mit Frau Schmutterstab zur Fahrgemeinschaft. Was soll ich denn sagen? Ich hatte eine Wette mit ihm, weil ich ja auch schlecht, also mittelmäßig in Wirtschaft recht war, wenn ich eine 1 schreibe, dass er sich sein Schnauzbart abrasiert. Echt? Ich habe es leider nicht geschafft. Weil der hat ja immer dieses übelst mächtige Ding. Ich wette, der sieht richtig lustig aus ohne. Und der hat voll viele Spitznamen gehabt. Ich kenne nur noch Schade. Er hat sich auch immer die Haare getönt. Und Sie hat nicht getönt. Genau, so eine Geld. So eine Gruppe. Oh, oder ich weiß noch, wir haben immer im Wirtschaftsrechtraum konntest du den Polylux direkt unter die Türklinke machen. Und ich glaube, die haben so zuvor, man kam von außen nicht mehr rein. Wir waren alle die Türklinke schon, nicht runter. Genau. Und wir waren halt schon im Haben wir das alle nicht im immer Raum. Gemacht? Wir haben doch immer den Polylux demoliert. Irgendwas, wenn der anging, war da ein Penis an der Wand oder so. Einmal, ich weiß, du hast ihn aufgeschraubt. Wir haben ihn auseinandergebaut und dann unten hat Robin seine Penisse und sowas angeklebt. Und die dann nicht mehr weg und er hat immer gewischt. Ich hab das kaputt gemacht! Was denn mit dem Polylux? Ja, Frau Schmeinel. Frau Schmertin. Frau Schmertin war das. Schmertin, genau. Die ist weinend rausgerannt. Ihr habt mein Polylux kaputt gemacht. Vor allen Dingen, an dem Tag waren wir das überhaupt nicht. Das weiß ich noch. Wir hatten das davor. Ja, wir hatten das immer locker gemacht, dass diese Klappe sofort runterfällt. Und das hat sich nicht gestört. Weil ich auch mein Skate-Werkzeug halt dabei hatte. Ja. Und dann hatten wir das einmal nicht locker gemacht und saßen alle nur da und sie macht Unterricht. Und auf einmal fällt diese Klappe runter und sie tickt. Boah, der Ethikunterricht war noch der Grundstein für ein anderes witziges Spiel, was ich immer mit Micha gespielt habe. Kennt ihr noch Micha klatschen? Micha klatschen? Ja, das war nämlich genau die Frage, die ich dann immer gestellt habe. Kennt ihr Michi klatschen? Und dann ging es immer näher und Micha stand immer neben mir und dann hatte ich ihm immer eine fette Ohrfeige gegeben. Und irgendwann durfte er sich dafür rächen. Hatte doch dieses biegsame Lineal, was er immer hatte. Weil ich gesagt, okay, Micha, darfst du damit einmal richtig fester auf den Arm hauen. So. Und dann nimmt er sich das und wir stellen uns vorne hin. Micha holt übelst aus und auf diesem, das werde ich nicht vergessen, auf dem Lineal stand noch drauf, unzerbrechlich. So. Holt übelst aus, haut eine volle Wude auf den Arm und dann bricht echt oben eine dicke Ecke raus. Ey. Mit den Linealen weiß ich auch noch, dass ihr euch die Lineale immer unter den Arsch geschoben habt. Ja. Ihr Wichser! Das wüsste ich auch noch.
Ich saß da immer unter den Arsch und zack hatte ich ein Lineal unterm Arsch, bin aufgeschreckt. Tina, raus! Ich dachte, ich kann doch gar nicht dafür. Die haben mir ein Lineal unter den Arsch geschoben. Raus, ja, du störst mein Unterricht. Das klingt auch so unglaubwürdig. Jedes Mal hat mir irgendjemand von euch... Ich will nichts hören, raus! Ich will nichts mehr und kehrt raus! Das hat aber auch jedes Mal geklappt, weil irgendwie du erschreckst dich so, dass du echt so hochziehst. Oder den Stift hinten in die Hose rein. Ja, auch sehr gut. Das haben wir bei Herrn Schmerdegen haben wir das übelst oft gemacht. Wir haben. Wir haben immer Stifte hinten in die Taschen reingesteckt. Der ist rumgelaufen wie Lucky Luke und hat die überall die Stifte. Weil er saß in letzter Reihe und die vor uns haben ihn übelst aufgerufen. Er stand immer so vor uns und wir hatten immer so Feinleiner und so. Wir halt in diese Gürtel schneiden und in die Taschen rein. Und in den Arsch kriegt er halt nur noch Feinleiner. Und hat halt nicht gerafft, war übelst geil. Ey, der Typ hat immer seine Eier und seinen Schwanz hinten an meinen Rücken gedrückt. Ich sag, ich kann das nicht. Warte, ich guck. Ich sag, nein, können wir das nicht andersrum machen? Tina, was ist denn hier falsch? Immer sein Übel. Ey, aber ohne Spaß, der geilste Mathe-Lehrer ever. Einfach nur. Tina, dein IQ ist so hoch wie eine Heizung. Ohne Spaß, das war das geilste. Der war der geilste Lehrer. Ey, pausenlos haben sich nur Tina und er bequakt. Die ganze Zeit, es war so geil. Ey, der hat so böse frauenfeindliche Witze. Ja, aber du hast halt alle drüber gefeiert, du hast dich geärgert und hast zurückgeschossen. Das war das Geilste. Der kommt rein in den Unterricht und sagt, wie sieht denn ihr heute alle aus der letzten Schulwoche? Ich sag, na, haben sie heute auch verkleidet? Das war halt permanent einfach so geil. Ein Arsch, ey, weißt du, was ich hinten im Schrank versteckt habe? Ja. Oh, wo ist denn der Noster und die Kärtchen wieder hin? Und man musste sich echt so reinfallen. Und dann, hallo, hier sind wir. War dann wieder besonders witzig, ne? Und wir haben bei ihm an der Tafel dort mit solchen komischen Magnetpfeilen gespielt. Ja, das hat er ja sich von uns abgeguckt. Wir waren ja so kreativ, haben das angemalt und hatten dann alle möglichen Kreidestücke. Ja, das ist so geil. Da haben wir schon eine riesen Zielscheibe gemalt mit Punkten und haben die Kreide genommen, übelst klein halt zerbröseln und haben diese Stücke immer mit voller Intros gegen die Tafel geworfen. Da, wo es aufgeschlagen ist, heißt es ja praktisch wie ein Punkt. Ja. Und da hat man immer gespielt und dann hast du abgeguckt. Das Geile war ja, die Kunden sahen alles immer aus wie die Sau. Die haben das wieder gemacht. Na, und die ganze Kreide war kaputt. Und irgendwann haben sie die Kreide mal eingeschlossen. Na, irgendwann durften wir auch nicht mal in den Raum bleiben, weil wir da sind ja diese brutalen Videos entstanden von mir und Robin. Ja. Unter anderem. Wo die ganzen Tische da. Oh nee, hör auf. Das möchte ich nicht. Das ist da gibt es noch ein Video, wo ich glaube, irgendwann. Ja, das haben wir auch. Ja, ich hab doch hier so Tina an sich. Also Schmölker haben sich immer geschaut. Ja, ich hab das ja auch versucht mit dem Rodeo. Und ich hab. Aber der war so brutal zu mir, der Papa Bär, ey. Übel. Papa Bär. Ja, ist verdammt viele Spitznamen. Oder ich weiß auch noch, Edith bei Frau Schmerken. Scheinelt, wo wir hier, wo sie irgendwie. Scheinelt? Ja. Ah, ich weiß wer, ja. Der hatten wir dann gerade nicht. Und jedenfalls, sie kommt irgendwie zu Robin und ich saßen ja immer zusammen eigentlich. Haben wir eigentlich nur in Projektarbeiten alles zusammen gemacht. Und da ging es irgendwie drum, Vorträge. Und sie kommt, wir kamen ja mal kurz vor Beginn erst. Ja. Und sie kommt irgendwie 3 Minuten vor noch zu Beginn und sagt: Ja. Ihr hattet den Vortrag zu das und das, würdet ihr den gleich jetzt halten? Und wir gucken uns an, hatten gar nichts, wir wussten nicht, worum es geht. Ja. Und da hatten wir so eine Gruppenarbeit jetzt mal. Ja, und wir hatten halt natürlich in dieser Gruppenarbeit nichts gemacht, typisch. Und ging es einfach nur, da hatten wir doch so ein Buch von ihm bekommen, können wir das nochmal haben? Da müssen wir nochmal was nachlesen. So blitzartig reagiert und halt uns rausgeredet und dann, ja klar, das kriege ich nochmal, gebe ich euch nochmal 5 Minuten. Ja, okay, das wäre cool. Und dann sie geht weg und kommt dann, Alter, wir haben nichts, wir hatten keinen Plan. Und dann einfach nur haben wir von Heftern vorne diese Folien da, haben wir rausgetrennt und haben daraus eine Folie schnell gemacht. War alles übelst grobkörnig, sind die ja am Polylux da mit Scheiße aus. Aber wir hatten eine Folie. Und das Geilste war, wir standen. Ich hätte ein Edding geschrieben. Genau. Ich habe meinen Hefter dafür geopfert. Ja. Und wir haben es halt einfach nur schnell was durchgelesen, standen vorne ohne was in der Hand. Also wir standen dann einfach ohne Plattform, haben was erzählt und dies und das. Und haben nur Scheiße gelabert. Und sie fängt dann an mit,
ja, eure Ausführungen waren eigentlich gar nicht schlecht und habt euch da eigentlich Gedanken dazu gemacht. Sie fanden zwar gut, dass wir keine Zettel und was ich am stärksten fand, ihr habt euch so gut damit beschäftigt, ihr brauchtet nicht mal einen Unterlagen in der Hand, um euch was zu notieren. Das finde ich stark. Und dann haben wir irgendwie 11 oder 12 Punkte dafür bekommen. Richtig. Nichts. Aber das war auch so die typische Spezialfähigkeit von CNC, weißt du? Ja. Dass du echt fast nichts hattest und dann direkt noch genau nur die eigene Scheiße rausleierst. Aber Max konnte es, glaube ich, auch am besten mit. Ja. Also der hat teilweise und halt diese Überzeugungskraft. Ja, Max war aber auch echt ein verdammt intelligenter Typ. Also auch im Ethikunterricht, wo er rausgehauen hat, der war echt, also auf jeden Fall. Ja, der hätte ja die BLF schaffen können oder wiederholen. Eins Muster wiederholen hat er eigentlich. Nur keinen Bock gehabt einfach. Aber Basti war definitiv der beste Dummschwätzer. Der hat es geschafft, eine Stunde sinnlos rumzureden, wo die Lehrer schon gesagt haben, Basti, fass dich doch mal kurz, Alter. Aber dafür hat er uns viele Geografiestunden erspart. Ich gar nicht so lange her, da habe ich mit meiner Mutter über dich unterhalten. Ich weiß gar nicht, wann hat die auch, der hat immer eine Scheiße erzählt den ganzen Tag. Du hast es geschafft, echt, du hast es geschafft, eine Doppelstunde voll zu labern. Ich weiß auch noch, hier Diktat hat mir bei Frau Schmunterstab geschrieben. Und sie hat dann so vorgelesen, so die typischen Fehler. Und Basti hatte wohl Vater mit F geschrieben. Das weiß ich noch. Das hat sich bei dir eingebrannt. Ja, krass. Vater mit F. Ja, das kann man. Und da hat sie auch von Marc das vorgelesen. Mit der Spucke, die im Mund zusammenlief. Irgendwas hat er da geschrieben. Ja, Sabber lief im Mund zusammen. Aber dann war es kein Diktat. Ja. Nee, das war wieder was anderes. Ja, ich weiß ja noch, dass wir einmal auch Deutsch Vertretung hatten. Frau Fauser, das war nee. Und da haben wir Geschichten geschrieben. Und Robert hat eine Geschichte geschrieben. Natürlich übelste Fahrstuhl. Übelste Gewaltexzess. War halt auch wieder eine Lehrerin, die wir nie hatten. Und die Geschichte endete damit, dass die ganze Gruppe in ihrem eigenen Blut ertrank. Also, dann vorne halt irgendwie der Fahrstuhl des Todes oder irgendeine Scheiße. Da sind immer wieder Leute drinnen gestorben und irgendwie. Und die letzten fahren ganz runter und also auf mit Blut der anderen. Die unten fahren schon her. Keine Ahnung, das ist scheiße. Krass, Alter. Und das natürlich voller Inbrunst vorgetragen, weil das ist scheißegal, wir haben die wieder mit. Ja, und sie. Doch, das war bei Frau, bei der wir später hatten, Deutsch. Ach so, Schmoße meinst du. Aber wisst ihr, dass wir jetzt eigentlich ein paar Klassenkameraden voll vergessen haben? Wen also sind immer die gleichen Namen jetzt gefallen. Naja, sowas. Lass uns mal einmal durchgehen, oder? Ja, lass ja. Mal, der Laptop ist aus, sonst hätten wir das Klassenkamera. Naja, einfach so. Du kennst doch noch alle. Na, lass mal. Dometrescher und. Es gibt ja zu sowas wie Anton. Oder sowas. Gibt einfach wenig Geschichten, weil da halt. Oder Toni oder so, weißt du? Weil Toni und Tobias haben auch schon die. Außerdem ist es auch. Es ist auch fies zu viel, über die Klassen-Fuzis herzuziehen, die Lehrer haben Spaß haben. Also weil zum Beispiel mit Patrick würden wir das ja auch nicht machen. Ja. Ich weiß noch, dass ich mit Tobi saß ich neben Ethik. Neben Ethik. Und danach, nach dem Ethikunterricht, kam die Lehrerin hier, Frau Schmerten, zu uns. Ja. Hat mich und Tobi gesagt, so, also ich kann euch beiden helfen, in die Religionsklasse zu wechseln. Das ist kein Problem. Das war das Geilste. Tobias hat ja auch dann wiederholt. Und in der, wo er runter ist, gab es kein Ethik irgendwie. Und da musste er Religion machen. Und er ist halt die ganze Zeit mit Kreuzen und Manteln rumgelaufen. Und in der ersten Stunde der Religion muss er wohl dran gekommen sein, hatte keine Ahnung, hat den Arm gehoben und hat geschrieben, Heil Satan! Und so ist geil. Hat auch daraufhin den Raum verlassen oder so. Geil. Aber der war doch immer voll ruhig bei uns. Ja, am Anfang. Am Anfang. Und dann ist er die dunkle Szene abgeschlüpft. Mit Sascha. Mit seinen langen Luten. Mit Sascha ist irgendwo anders in abgedriftet. Es gibt so Leute, die ich aber wirklich auch ewig nicht mehr gesehen habe, wie Wegen er und so. Wegen hast du ewig nicht gesehen? Ich habe den im Zickerl habe ich den ab und zu mal gesehen. Ich würde den wahrscheinlich auch gar nicht mehr erkennen oder so. Doch, der sieht noch genauso aus wie früher. Ihr habt ihn noch damals umgestylt. Ja, wir haben den aufgefilmt, Johanna und ich. Aber 1:1 sieht er noch so aus. Der hat halt immer mega krasse Augenringe und so. Seht ihr eigentlich den Äquator? Meinst du, nein, das war ja wie anders. Warst du schon mal in Ecuador? Nein, aber ich sehe den Äquator, aber das ist total dumm. Das ist gemein, die Tür geht auf, ein Fass rollt rein. Ja, was man auch hier mit Schmania kriegt, mit dem Rabatt, Alter. Rabatt? Schmania kriegt bei Praktika. So. Könnt ihr euch noch an die drei Namen erinnern, die wir Tina, Christiane und Katja gegeben haben? Ich glaube, Panzerglas. Ja. Bulldozer war, glaube ich, immer oder so. Oder? Panzerglas auf jeden Fall. Ja, Schnappi halt. Schnappi war ja nein. Was hat denn Tina? Haben wir sie nicht sogar. Nee, das. Aber sie hatte noch einen anderen Namen dann. Christiane hieß anders. Wir haben sie nicht nur Schnappi genannt. Naja, nee, aber so als sie reingekommen sind in die Klasse, da waren es ziemlich beleidigende Namen. Echt? Für mich auch beleidigend? Ja.
Ja, schon. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber Max, Panzerglas? Max wüsste es. Max wüsste es. Ja. Was auch egal. So Sachen. Ja. Hattet ihr irgendwie mal bei Frau Schmuschke Unterricht? Ja, ja. Klar. Achso, ja, das wäre Musik, ne? Die gedroht, wo man durch die geschlossene Tür gehen musste? Ja, aber die hat ja gedroht, die springt aus dem Fenster, wenn sie jetzt irgendwie suspendiert wird oder so. Echt? Irgendwie, die war ja total krass mit Kinder, ja. Also mit Schüler schlagen oder ja. Irgend sowas. Und dann kam ja der damalige Direktor Schmundke, glaube ich, rein und hat gesagt, ja, hier, Sie sind jetzt erstmal beurlaubt und dann wollte sie aus dem Fenster springen. Ich weiß noch gar Ihr nicht Mann genau. Ist übrigens der Chef von der Musikhochschule gewesen oder so. Ich weiß übrigens noch ganz genau, bei Herrn Schmundke hatten wir in der 6. Klasse dieses Navi. Ja. Und wir mussten ja mal alle Experimente machen und da haben wir immer solche Punkte bekommen. Ja. Und Robin hatte übelst viele schlechte Punkte. Und der Schmundke war unser Direktor und der rechnet ja nicht damit, dass Leute was bei ihm machen. Und er hatte alles vorne immer liegen, ist rausgegangen, wieder reinkommt, keine Ahnung. Okay, du willst was anderes erzählen. Jedenfalls, Robin steht halt auf, wirklich sitzt ganz vorne, glaube ich. Ja, aber nicht direkt davor. Und dann wartet er schon, ja, sitzt du da, dann geht er raus, er rennt vor, macht das Heft auf, nimmt hinten noch diese Punkte raus und klebt bei sich ein, dann macht er die Karte rein. Ich hat es noch zwei schlechte rausgekratzt und dann die anderen drüber geklebt, damit man es nicht sieht. Alter, hör auf, es war so geil. Aber ich dachte, du wirst es anders erzählen. Wir haben ja da, diese Brenner, glaube ja, ich. Ja, wir haben ja immer Experimente gemacht und so Schaltungen und so. Ja. Und dann gab es so Glühbirnen und da hat er aber gesagt, nee, ja, genau. Nicht so verbinden, dann gibt es immer einen Kurzschluss. Dann geht die Glühbirne kaputt. Und ich halt so dann auch zu Max oder so, wie sollen wir das nicht machen? So. Oder geil war es auch mal, wenn wir diese Bunsenbrenner hatten und haben nur Scheiße damit gemacht. Ja. Das war auch das Geilste, ey. Immer hier mit den ganz verschiedenen Flammen gespielt ja. Und dann kommt jemand einfach reingehalten. Und im Chemieraum gab es diese Wasserhähne. Ja! Ja! Das wollte ich auch gerade sagen. Jedes Mal hatte ich irgendeinen Finger im Ohr. Alter, irgendeine Flasche. Ja, und da sind wir doch immer nur rumgerannt und immer das war nur. Übel. Oh. Die hatten ja diese komischen gedrehten Dinger ja. Und eins hatte so eine Verlängerung, da ich einmal so quer über drauf. Du hast da so rumgeschossen. Ja. Da werden sie aber immer gemacht. Du konntest das nur einmal so geil machen, sonst musstest du halt mit der Hand so. Oder? Ja, du hast immer deinen Nachbarn beschossen. Das ist ja auch geil. Selbst wenn du einfach nur, wie es war, richtig aufgedreht hast, ist es trotzdem übel. Das war auch der Raum, in dem du voll aufgedreht hattest. In dem Max diese Drohung an Frau ja. Schwiebel ja. ausgesprochen aber hat. Aber das war auch, da hatte doch keiner mehr ein lebenden Chemiehefte. Alle, die ein ja. Chemiehefte ja. aus Papa hatten oder so, der war doch pitchnass. Ja, oder verbrannt wegen den Bunsenbrennern. Ihr wisst ja, welchen Lehrer wir noch vergessen haben? Frau Schisch. Frau Schisch? Das mein einer Transformator so. Und das mein andere Transformator. Ja, die müsstest du aber auch gehabt haben. Ja. In der 8. Klasse in Physik. Keine Schule mehr. Ja, ich muss Schule am Hand und die Eltern und sich schämen. Frau Schmirsch. Ach, na klar, die fing ja gleich zu mir an. Na, mit Physik, da haben wir beide so ein bisschen. Physik. Physik. Ah, die hat echt so lustige Versprecher gehabt. Hat Sami auch immer Magnete? Oh, ich erinnere mich an der ihre fetten, ekligen Zähne. Nein, das war Frau. Nein, das war eine andere. Das war Frau Schmalter. Ich weiß noch, wie Kinder ja sind. Schmalter. wie Kinder ja so assi sind, gell? Sie hatte im Sommer so Sandaletten an und sie hatte einen übelst verkrüppelten Zeh. Ja. Und irgendwann eine Stunde haben wir alle gesagt, die ganze Stunde gucken wir ja nur auf den Zeh. Und schon hast du so geil, weil alle sitzen da und gucken nur runter. Und die ganze Zeit, die haben wirklich, und vor allem, haben wirklich, sag ich mal, 90% der Klasse haben es durchgezogen. Ja. Und bei Langbein haben wir das dann auch gemacht, weil das war ja die Zeit, wo dann der Wechsel war, wo ja, sie genau. drin saß. Und bei ihm haben wir das auch gemacht. Und ihn hat das übelst nervös gemacht. Natürlich. Er stand die ganze Zeit da und hat nur nicht gut. Ich wusste nicht, was passiert. So also so richtig Psycho-Assi eigentlich. Also. Das war ja echt die witzigste Sache. Das ist wie der Schmuggel, der hat ja auch immer. Wenn du den angeguckt hast, einfach nur lieb. Ja, aber der Schmuggel war halt cool. Was haben wir bei der Schmirsch gemacht alles? Gemacht. Die war ziemlich streng, oder? Ich weiß halt nur, dass ich übelst viele Versprecher hatte. Was war denn das? Warte mal.
Die hat einmal, einen aber auch noch in der Ecke stehen. Sie also hat halt, ja, aber sie hat dreimal Versprecher hintereinander gehabt, sodass die ganze Klasse nach und nach gemerkt hat, die spricht komisch und halt echt drei Versprecher hintereinander und die ganze Klasse lacht und in dem Moment droppt sie und da lacht man hier kaputt sich. Und dann war halt echt nichts mehr zu retten. Aber hätten die ganzen blöden Versprecher eigentlich aufheben müssen. Ja, Sami hat die halt aufgeschrieben. Der hat die. Da lacht man hier kaputt. Sami hat echt verdammt viel von dem Zeug. Ja. Ja. Ach, schade, ey. Ja, Sami hat in Rumänien. Aber stehen die auch nicht in diesem Abschlussalbum, das, was wir Frau Schmutterstab geschenkt haben? Die beste Auswahl. Ach, das meinst du, was du gemacht hast, nicht dieses... In der 10. Klasse hatten wir auch eins gemacht, ja? Ja, mit Fotos und so. Was heißt wir, ne? Ja, hat sie da bestimmt. Oh, wir hätten eigentlich mal noch dieses Abi-Heft hier. Ah, da wart ihr ja gar nicht drin. Aber das habe ich auch noch. Das habe ich auch noch. Weil da ist da unten an dieser Abschnitt, wo die Charaktereigenschaften beschrieben werden. Ja, das haben wir von uns, haben wir das. Also wir haben ja... Also ich habe keins gekauft, ich habe auch Lautes. Ich habe eins. Sehr gut, Robin. Ja. So, an dieser Stelle möchte ich noch einmal eine Lobeshymne auf Herrn Schmeichhorn aus. Ein geiler Zug. Ja, ey, Herr Schmutig haben wir noch nicht erwähnt. Herr Schmut, ja. Schmut war gar nicht halt so viel zu sagen, Schmut, oder? Schmutig. Ist eine coole Sau, ja. Aber was sonst? Am Anfang fand ich ihn neutral und nach und nach. Der hat immer über seine Fische geredet. Ja. Der hat auch ein viel fettes Akkord zu Hause. Ja. Der hat immer den und Frau Schmecker. Und der konnte eine echt laute Stimme haben, der Typ. Frau Schmecker mit dem Stil der 80er Jahre. Doch Stil. Doch Stil. Er hat neulich erst Jakob wieder mein Zitat bei Facebook getroppt. Wenn die Jufka Falafel heißt, dann ja, weiß man doch, woher die kommen. Allerdings, ohne Zusammenhang klingt das total assi, aber ich meinte, ich hab's ja gar nicht böse gemeint oder so, weißt du? Weil sie meinte, irgendwie, das fällt nicht auf, dass man Ausländer oder irgendwie nein, sowas. Aber wenn man Jufka Falafel heißt. Ja, irgendwie so, aber halt nicht böse gemeint, sondern ganz neutral. Ja. Frau Schmecker und Frau Schmeichel. Frau Schmier, die deutsche Eiche war auf jeden Fall mega cool. Und Herr, bei Herrn Schmeichel war das nämlich, da habe ich ja gerade Graffiti gemacht. Ja. Er war auch Geografielehrerin. Und habe BS Black Skater getaggt. Ja, und hab halt einmal so runde Bs und Ss und einmal so eckig. So, und das Eckige habe ich bei uns in der Turnhalle gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. In der Turnhalle ist ein rundes BS, so ein eckiges BS. Und irgendwie habe ich es halt wieder weggewischt, weil irgendwie der Hallenwart hat mich erwischt oder sowas. Und dann sah das aus wie ein Hakenkreuz, weil das halt so eckig, so ein eckiges B und ein eckiges S. So, und dann wurde ich nämlich auch zum Direktor. Das war nämlich meine allerletzte, meine dritte Verwarnung. Dann habe ich dann nämlich alle voll. So, und Herr Schmeichel hat sich nämlich auch da übelst für mich eingesetzt. Und meine Strafe war dann, ich musste eine Woche lang nachmittags die Turnhalle fegen, glaube ich. Ja, nur fegen. Ich glaube nicht wischen oder so, ich musste nur fegen. Ja. Das war ein geiler Typ. Übelst geiler Typ, ja. Du Stümper. Ja. Also meiner Meinung nach, Frau Strickler und Herr Schmeichhorn, beste Lehrer unserer Schule. Definitiv, ey. Und auch kompetenteste. Ja, aber auch der schreiende Bär war auch ein guter Mann. Nur der schreiende Bär? Der schreiende Bär. Ja, ist halt gegen Ende hin ganz schön durchgedreht, der Typ. Aber der hat halt übelst den Kopf um seinen Job gemacht, was halt echt, was man ihm echt hoch anrechnen muss. Ja. Naja. Das war krass. Herr Schmutzig ist auf jeden Fall auch der cool, Ja, aber weißt du, Herr Schmutzig ist halt auch ein saugeiler Lehrer, aber der ist halt nicht so kompetent, sag ich mal. Der ist halt... Doch, der weiß. Ja, aber was sein Gebiet ist. Ja, also, aber vergleich mal... Ich glaube, der chillt halt jetzt einfach. Der hat halt, glaube ich, lang genug ordentlich einen auf Lehrer. Also der ist ja auch immer noch, glaube ich, ein guter Lehrer, aber ja, ich glaube... Ja, das sage ich auch nicht, dass er schlecht ist. Hast du halt auch so diese pädagogische Euphorie auszustrahlen und dann chillst du halt ein bisschen mehr. Aber was ich zum Beispiel meine, wir hatten ja dann... Dadurch, dass wir drei sitzen geblieben sind. Nein, das nicht sitzen geblieben. Ja, mit Absicht, mit Absicht wiederholt haben, außer ich. hatten wir dann bei Frau Schmelmrich Englisch. So. Ja. Und Frau Schmickler ist die viel bessere Englischlehrerin. Aber die besseren Noten hatte ich bei Frau Schmelmrich. Und die ist auch an sich eine übelst coole Sau. Aber sie ist halt keine kompetente Lehrerin. Ja. Entschuldigung. Ja, mir waren meine Noten in Englisch auch immer scheißegal, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die Frau einem echt was beibringen kann. Bei ihr das merkt man jetzt im Nachhinein halt auch voll. Bei ihr hast du viel gelernt und hast schlechte Noten bekommen und bei Schelmisch hast du nichts gelernt und hast gute Noten bekommen. Ja. Die Frage ist jetzt, was ist besser? Ja, leider ist das zweite besser. Damals also war das zweite für die Schule natürlich nur. Ja, für das ich meine, wenn du halt, sag ich mal, jetzt ins Studium gehst und hast eine scheiß Englisch 3, ist halt scheiße. Ja. Aber wenn du Englisch kannst, dann kommst du halt trotzdem mindestens wahrscheinlich besser. Dann ist die Frage. So, dann droppe ich jetzt noch mal. Eine Mutti. Ja. Und wir haben die nur verarscht.
Das war ja auch geil. Wir waren ja dann. Wir hatten noch eine Mutti als Geschichte. Ja, hallo. Wir haben ein englisches, Gedicht darüber geschrieben, dass wir irgendwie im Schwimmbad Titten angucken und so. Ja. Und haben eine Eins drauf gekriegt. Ja, das war so geil. noch mit Malen drumherum. Also muss man dazu Sachen malen und so. Immer ganz wichtig. A und B-Note. Ja, I want to. Sie haben Tipps oder irgendwie irgendwas. Ja. Oh, aber Ice Cream oder irgendwas. Ja, irgendwie, ich sitze hier im Matheunterricht, höre draußen die Kids. Fuck this shit, I want to see some tits. Und dann haben wir eine Eins drauf. Und dann haben wir praktisch Tits durch Ice Cream. Das wäre jetzt so richtig schlecht, wenn wir das alles vorgetragen haben. Das war so geil, wir haben es nicht gerafft. Oder was bei auch geil war, mit Florian, wo vorne erst Rotkäppchen oder irgendwas gespielt hat. Ich habe mit diesem Rotkäppchen Little gespielt. Little Miss Riding Hood, Junge. Ja, und wir haben das zum Auftakt der offenen Tür aufgeführt. Ja. Und da kam unsere stellvertretende Schulleiterin, Robert Robin, also Wahnsinn, was ihr hier, wie gut das macht. Und wir hatten keinen Plan mehr, weil das irgendwie zwei Wochen vorher war, wo wir das hatten. Und, hör auf. War so schlecht. Aber auch dafür, für diesen wunderbaren Einsatz, 15 Punkte. 15 Punkte, dass du mal da kurz mal eine Stündchen. Das gibt doch alles 15 Punkte bei der Frau. Wenn du bei der vom Tisch gekehrt hast, hast du auch 15 Punkte. Und vor allem, wie wir immer krankhaft versucht haben, sie auf irgendwelche sozialen Sachen anzusprechen, damit sie kein Englisch machen. Und es hat jedes Mal funktioniert, hätten wir Doppelstunden bei ihr und mindestens eine Stunde. Guck dich mal die Heizung an, wir müssen da was tun. Ja, ich laufe schon seit 3 Tagen. An den Hals vorbei und denke mir, warum? Nein! Es ist so geil, immer hat sich was gefunden. Ich war ja mit Tina vor einem Dreivierteljahr oder so, waren wir ja mal da. Sind in den Unterricht gegangen und was passiert? Wir reden eine ganze Stunde lang in Deutsch. Also am Anfang erst Englisch, dann hatte Tina keinen Bock mehr. Englisch reden. Dann haben wir die letzte halbe Stunde dann, haben wir nur auf Deutsch geredet. Und die anderen waren halt gar nicht mehr integriert. Also eine fremde Klasse dann und wir saßen halt drin. Die hat nur noch über uns, unser Privatleben und so einen Scheiß geredet. Was wir so machen nach der Schule und wie es so ist. Und Was ja auch geil war, 11. 12. Klasse waren wir ja übelst oft nicht da. Zum Beispiel Informatik, Geschichte waren wir per Sozi teilweise, waren wir permanent. Die Regel war ja auch, wenn du 0. Stunde hast und die erste fällt aus, fällt die 0. Das war eine klare Regel. Das ist ja so. Oder prinzipiell Freitag 5. 6. Info war nicht, weil ich habe Mittag mit meinen Eltern Mittag gegessen. Es waren also Sachen. Also, und vor allem das Geilste war, wir hatten ja keine Fehlstunden. Weil bei Frau Schmelmrich waren wir immer da und damit waren wir immer da und haben nie Fehltage. Bei uns war es bei Herrn Schmerdingen so, du solltest ansagen, wie viele Fehltage du hattest. Du solltest die Schüler selbst ansagen, wie viele Fehltage sie hatten. Das war so geil. Das war richtig geil, Info war das. Na, wir hatten dann halt erst Herr Schmerding und dann halt Herr Schmunkel. Herr Schmunkel war so geil, er hat gesagt, wir sollen halt, also ich sollte nur noch zu den LKs kommen, weil ich den Unterricht. Ja, genau, so war es ja bei uns dann auch. Na, ich habe den Unterricht eh nur gestört. Ja. Dann hat er gesagt, bitte einfach nur zu den LKs. Und er trägt mir trotzdem Häkchen ein, dass ich da war. Und dann hieß es, zeichnen Sie einen Schaltplan, der Automat werfe 1 Euro ein und es kommt das und das raus. Ich sitze da, male ein Automat, male da noch so ein Spielding drauf, mache einen Pfeil dran, 1 Euro rein, mache einen Pfeil raus, 15 Euro raus, gebe das ab, schreibe meinen Namen drauf. Sagt er, wow, Tina, gibt's noch einen Punkt für die künstlerische Leistung? Und damit bist du durch. Ich wäre ja fast, wurde ja fast zum Abi nicht zugelassen. Also das war ja beim zweiten Mal dann auch noch. Ja, ja. Also ich musste ja wegen Physik wiederholen. Das war Physik Grundkurs. Ja. Bin dann in die letzte Note. Beim Schmaulich. Bin dann in den Leistungskurs gekommen, weil Bio schon voll war. Also wegen dem Fach, wegen dem ich sitze. Das Geilste war, wir saßen beide bei Schmaulich. Nein. Wo es um die Fächer ging, was wir machen. Ja. Da saßen wir hier bei dem mit der Brille hier in dem Vorbereitungszimmer. Und er haut dann schon, ja, die sind schon voll. Herr Dr. Schmenk. Genau. Das ist so geil. Wir saßen bei ihm und haben verhandelt, welche Kurse wir belegen dürfen. Und da ging es dann nur, naja, ich würde euch jetzt hier, Sozi ist zwar schon voll, da würde ich euch, ja, ich würde euch sagen, okay, da könnt ihr rein. Aber dann geht Bio nicht, dann müsst ihr Physik machen. Also wirklich verhandelt, was wir für Kurse nehmen können und dürfen. Also das ist echt krass. Ihr hattet ja auch das neue Kurssystem. Ja, richtig. Und hör auf, da mussten wir halt auf einmal Leistungsfach Physik machen. Und wir hatten keinen Plan davon, selbst im Grundkurs nicht. Und ich weiß noch, wir haben das ganze Jahr
lang so gehängt. Genau das. Und das Geilste war ja, er hat uns ja auseinandergesetzt. Und wir saßen praktisch ersten zwei Reihen von dem Raum waren voll mit Schülern. Dritte Reihe saß nur Robin, vierte Reihe saß nur ich. Und, das keiner, gell? Und wir haben halt eigentlich nur gepennt. Und dann kam er einmal die Stunde immer, kam er an und meinte, zeigt mal eure Aufzeichnung. Da ging es nur hier. Entweder man hat gar nicht reagiert, dass er Robin mein Job war. Und das ging halt dann so. Ich saß ja hinter Robin. Ich konnte das mal wunderbar beobachten. Da ging halt dann so hier. Der Kopf hoch. So. Guckt an. So weit ich sage, ich will schreiben. Hat ihn das gemacht und dann haben wir das ganze Jahr versucht, ihn immer wieder einzureden. Wir müssen doch nochmal ein Experiment machen. Und er hat keins gemacht. Und ich stand nämlich eine Woche vor Notenschluss auf 0 Punkten. Ja. Und er meinte, er macht verfrühten Notenschluss und macht nichts mehr so. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt noch. Herr Schmaulig. Scheiße, Herr Schmaulig, wir müssen jetzt noch. Thorsten. Wir müssen jetzt hier noch ein Experiment machen. Und vor allen Dingen, das Geilste war ja, das ganze Jahr, musst du dir vorstellen, wir legen wir nur auf der Bank und machen gar nichts. Und dann sagt er, okay, ich habe mich jetzt aufgrund des Wunsches mehrerer Schüler. Ja, oder ich so, habe ja dann extra alle in der Klasse angehauen, dass die alle sagen, wir machen Experiment. Experiment, gell? Und dann fängt er halt die eine Stunde, ja, Experiment. Und wo das. Wo die zwei Buchstaben EX schon fallen. Und ich brauch die Punkte ja auch, gell? Und wir so, ey. Und in dem Moment stand Robin eigentlich schon vorne und hat sich das mit Mechanik rausgesucht, weil das total simpel und einfach war. Und das Geilste war ja, unser Experiment war irgendwie, wir hatten ein Federkraftmesser, mussten das dranhängen und gucken, wie viel es ist und das war's. Und die anderen, ohne Spaß, das war so heftig. Ja, das war die ganzen letzten drei Jahre zusammengefasst, aus jedem Bereich so. Aus jedem Bereich war's. Und Robin vorgesprintet und egal was, war Mechanik. Weil das ist und das geile Ding war, ja, wir hatten selbst da nicht wirklich Ahnung, ja. Ja, und dann haben wir alles eventuell diverse Leute angehauen, dass sie uns das echt nochmal gut auf. Ja, und ich glaube, sie haben sogar Geld gezahlt. Das stimmt. Ey, ich weiß von nichts. Auf jeden Fall ich glaube, hatte ich 0 Punkte kurz vor Notenschluss. Experiment, 4 Punkte am Ende. Ja, 4 Punkte am Ende. Das war so geil, weil wir haben es ausgerechnet. Wir brauchen 15 Punkte irgendwie. Das war so heftig. Und halt, die anderen hatten Experimente mit keine Ahnung was für Transistoren und übelst erscheinen. Und wir standen vorne, wir haben es dran gehängt. Und wir kriegen noch die Punkte. Und die haben die mit den elektronischen Aufbauten und da dreht sich alles weg. Und die kriegen 8. Eine Kacke, Alter. Du würdest mal sehen, die muss das Ding. Geschichte haben wir auch einmal zusammen 15 Punkte bekommen. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich 15 Punkte bei der Schmaldo bekommen habe. Bei Frau Schmaldo. Weißt du was? Wir haben auch als erstes uns gemeldet. Wir haben uns nie gemeldet. Dann hieß es Vorträge und dann gab es einen Bummelvortrag über die Borgen einfach nur. Echt? Da alles über Bismarck und seine Leute und wir einfach nur über die Borgen von Bismarck, wo die stehen ja, und so. Doch, klar. Ich dachte, den nehmen wir. Ja, stimmt. Und 15 Punkte, weil da steht eine Borg in Dresden, da steht eine in Leipzig. Da steht inne und die ist so und so groß ja, und so. Und dann einfach halt nur Jahreszahlen und so, ey. Geil. So Experimente und so extra Sachen, wo man 15 Punkte und sowas kriegt, das ist schon echt top. Ja. Kann ich nichts gegen sagen, ey. Ich hatte das übrigens auch bei Herrn Schmaulig mit dem Experiment. Ja, und auch 15 Punkte? Die einzige gute Note, die ich und Sascha bei in Physik bei ihm kriegen könnten. Ja, und was hat er gemacht? Er hat unser Experiment verloren. Alle anderen wurden bewertet, aber wir standen boah, da. Ist das assi, ey. Alter, ich habe mich so bei dem aufgeregt. Mit dem verloren hatte ich ja Alex, der dann ja kaum noch da war. Ja, aber hat er sich bei der Schmaltung komplett durchgepumpt. Er hat jedes Mal, sie hat ja noch Hefte eingesammelt, sie war die Einzige. Oh, das ist so offensichtlich. Wir haben ja immer gesagt, es ist uns überlassen, was wir mitschreiben. Und sie hat es trotzdem gemacht. Und er hat immer geschafft zu sagen, sie hat mein Hefter, ich konnte nicht lernen. Und dann einfach nur immer, wenn wir das abgeben mussten, hat er immer gesagt, ich habe ihnen das auch abgegeben. Letzte Woche, Dienstag, dritte Stunde, haben wir das abgegeben. Und sie jedes Mal, oh, da muss ich zu Hause nochmal gucken. Und hat sie nicht gefunden und dann ist es weggefallen. Er hat irgendwie das 2 Jahre lang gemacht. Und es ist ja nichts aufgefallen. Am Ende hat nie was gemacht, hat eine 2. Weil er eigentlich wusste, was gebe ich nur eine 2. Ich habe nie was gemacht. Aber das ist eh das Geilste. So kommst du durch. Mobilt. Ich habe ja pausenlos gemacht. Ist voll drauf, der Junge. Allerdings, wenn ich die hier so noch sehe, die Frau Schmeil nämlich, die hat mich bei Sachen durchgemogelt, wo es echt unfair war. Also ich war ja nie irgendwie groß Ass in Handball oder Fußball. Ja. Also ich konnte es, aber ich war kein 15-Punkte-Typ. Aber da ich ja Saltos konnte und Bodentoren und Reck und alles ganz toll,
war ja klar, dass ich das andere auch konnte. Da war ich halt mal nicht da und dann kriege ich einfach mal 15 Punkte für Handball und Fußball. Ja. So war es bei mir. So war es bei mir, als ich krank war im Winter bei Geräteturm, da war ich krank, da hat mir Herr Schmeichhorn einfach überall eine 1 eingetragen. Ja, ja. Herr Schmeichhorn hat immer zu mir gesagt, oh Tina, du hast so schöne lange Beine, du bist so sportlich. Frau Becker hat dich doch in der Hinsicht auch gern gehabt. Ja, Frau Schmecker auf jeden Schmecker. Fall. Ja. Ich Volleyball gespielt habe bei ihrem Verein. Ja. Aber ja, einmal. Alle, die im Verein waren, Schmecker, das habe ich ja ganz vergessen. Wir waren ja auch hier, Sozi steht ja noch da. Wir waren ja dann noch in Sozialkunde, waren wir auf Kursfahrt. Da hat sich Kalle mit reingemogelt. Das war ziemlich geil. Da wart ihr auch nochmal Sozi-Kursfahrt machen nach Berlin, dann schön außen angucken und so. Und da waren wir, da waren wir beim Gutenberg. Da war der noch. Verteidigungsminister. Da war der bei dem Typen? Nee. Also in dem Office da. Okay, ne? Und da ist so ein Buch, wo du dich eintragen kannst. So ein Gästebuch. Und ich weiß echt nicht, wir hatten irgendeinen dummen Spruch, den wir da immer gesagt haben. Irgendwie so. Aber halt das war es nicht. Aber sowas aber wie kein Bier vor vier oder irgend sowas. Ja, okay. Total dumm. Und irgendwas anderes noch. Es war auch irgendwas, was die Bundeswehr abwertet. Oder irgendwas. Ja, ja. Aber auf eine ganz. Ja, als primitive Art und Weise. Nicht weiter schlimmer, aber es ist halt der hochwohlgeborene Gutenberg und so. Frau Schmecker schämt sich da natürlich. Ja, auf jeden Fall, als sie das rausgekriegt hat, dass das da drin steht, hat sie so einen riesen Hassanfall gekriegt. Ja. Und das war so hart. Und ich musste ihr dann, irgendein Ultimatum hat sie gestellt. Ich musste ihr auf jeden Fall sagen, dass ich das war. Ja, ich weiß nicht warum, aber. Ja, es ging irgendwie, wenn sich diejenigen melden, die es waren. Ja, wie kam das denn überhaupt erstmal raus? Na, wir waren die einzige Klasse, die da waren und das hast du halt, war so abgetrennt, keine Ahnung. Hat sie eine Nachricht gekriegt oder hat sie es selber noch gelesen? Ich glaube, sie wollte sich selbst da reinschreiben. Genau, und dann war es halt klar, dass das von irgend von uns jemand gilt. Und da ging es irgendwie, sonst mache ich euch den Trip zum übelsten Hasstrip oder irgendeine Scheiße. Ihr durft abends nicht mehr raus und ihr geht ins Zimmer nicht direkt, das hat sie gesagt. Also richtig heftig war, so richtig fies und böse, war echt heftig. Da hatte ich schon ein bisschen Angst dann, als ich dann hier. Die kann auch ganz schön fies sein, ja. Die hat mich ja mal zum Direktor geschickt. Nein, ihr wart eigentlich die ist ja gemein. Pass auf, aber das war dann Oberstufe, als ich immer in Sozialkunde eingepennt bin, weil es war ja letzte Stunde und ich stand immer so da und habe versucht, meine Augen aufzuhalten. Dann zerrt die mich aus dem Sportunterricht raus und musste ich wieder in ihre Karre steigen. Und meine Mutter saß schon beim Direktor und dann hieß es, naja, wir haben jetzt so ein bisschen ein paar Hinweise bekommen und so, dass du ja Drogen nimmst, Tina, und so. Deine Arme sind total offen und so. Was geht ab? Und meine Mutter fing auf einmal übelst an zu lachen. Ich habe voll gezittert da in den Raum. Und fing an, meine Tochter hat auch Neurodermitis und pennt halt immer im Unterricht ein. Weil auch hier dann durchs Kratzen übelst wund war und mir teilweise das auch abgebunden habe, fing die an, ich würde mir irgendwelche Drogen spritzen und so. Übelst krass. Oh Mann. Ich wollte noch sagen, die Frau Schmecker war da ja so sensibel, weil ein Jahr vorher ist ja ein... Wie hieß er hier? 2 Jahre vorher, der genau. Schmierke. Schmierke hat er ja vor dem Bundestag gekotzt, war sie da sehr empfindlich. Da hat sie echt noch überlegt, ob sie überhaupt mit uns fährt, weil wir waren dann das Jahr danach und da gab es ganz viele Belehrungen. Ja. Ich weiß noch, wo wir in dem Stasi-Gefängnis waren. Ja. Mit dem Spiegel. Ach so, ja, genau, schlag mal vor. Das war so geil, wir waren in diesem komischen... In so einer Zelle halt, wo die damals festgehalten wurden. Und jedenfalls ging es irgendwie nur, die Spiegel sind extra bruchsicher, dass ich die Gefangenen nicht aufstellen kann, keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne mal davor schlagen. Und ich hole halt voll aus, voller Imbrunst und hau vor den Spiegel und dann hör auf! Und dann immer so, du klappst der echt ganz schön geklirrt, er war nicht kaputt, aber war nicht kaputt, es sah so aus, als der nächste Hieb wäre es gewesen. Ja. Auf jeden Fall war der Führer ziemlich geil. Also nicht. Nee. Ja. der Touristenführer. So. Und der hat erstmal dieses eine war, ihr seid doch alle schon mal durchs Internet geflutscht, hat er gesagt. Ja, genau. Und dann, die Geste, die haben wir dann irgendwie monatelang noch später gemacht, ihr wisst. Ja, genau. Hier. Ja. Bei der Kontrolle, wenn die Gefängnisleute reinkommen und so, ihr wisst Bescheid. Und dann waren wir noch in so einem Luftschutzbunker. Und da hatten wir auch eine Führerin, eine Touristenführerin. Unten in diesem, genau. So, und dann hatten, also unsere benachbarte Gruppe hat einen Touristenführer. Und die hat so laut gefragt, wo ist denn eigentlich unser Führer? Weil er gar nicht da war. Und unsere sagt, das frage ich mich auch, den vermisse ich seit 60 Jahren. Ernst gesagt, nicht auch Spaß. Wo ist denn unser Führer? Ja, das frage ich mich auch seit 60 Jahren. Alter, das war so heftig. Und wir dachten alle, Alter, was ist hier Phase, ey. Echt krass. Wir waren wieder in der richtigen Gruppe. Ja.
Das war echt heftig. Echt gut. Ach so, hier, das habe ich noch aufgeschrieben. Kein Lehrer, aber wir hatten ja mal eine bei uns Angestellte, die Frau Schmanke. Und da gab es die Urban Legends, dass sie die Person krassen Steuerhinterziehung. Ja, ja, aber das Ding ist ja, es kam dann irgendwie raus, dass es 2000 Euro waren. Na, nee, es waren 600, also nicht viel, es waren 600 Euro und die hat sie hinterzogen und ist deswegen ausgewandert. Genau, da hört man so, ausgewandert irgendwie. Die ist wirklich damit abgehauen. Ist die ausgewandert? Ja, aber das Ding halt, du hörst das und denkst du, ja, Alter, 500.000 oder so, dann hörst du irgendwie 5.000, weißt du, das ist ja nichts. Dann hat die hinterzogen und ist halt dann abgehauen. Deswegen war sie dann nicht mehr unten, dann die andere dann gemacht. Ja. Alter, ey. Das ist richtig. Kennt ihr noch Herr Schmolle? Bei dem hatten wir Ethik auch vertreten. Ja, mit seiner Klingel. Der hatte so eine Klingel dabei. Ja, das ist ja doch, das ist doch nicht. Der Schmolle. Hat mich Robin genannt. Ich weiß doch, auch genau, wie der aussah. So ein rundes Gesicht, so eine Brille. Ja, der hat so eine Brille und so ein Schiebchen Klutsch auf. Er hatte übelst die Klutsch auf. Der hat auch was von der anderen Hasenzähne. Haben wir bei dem nicht mal was vorgeschrieben? Den kennst du, den kennst du. Weil wenn ich ihn sehen würde. Weil du dich immer so lustig gemacht hast, dass er mich Robin genannt hat. Was haben wir bei dem geguckt? Ja, nee, Kombat 16. Ja, Kombat 16 war begeistert. Und Kombat 16 und Sami war 13. Ich aber an den Typen. Ja, Sami war 13 zu dem Zeitpunkt. Ja, das war geil. Ja, die haben eigentlich immer alle Hasenzähne, oder? Handy aus! Ich geb gleich mal aufs Klo. Ihr könnt ja noch ein bisschen, ich hab hier noch was. Hallo! Boah, wir können auch langsam Feierabend machen, ey. Wir sitzen ja echt schon seit 4 Stunden und labern, gell? Wie kommst du jetzt rüber, Tina? Los! Körpereinsatz. Nee. Also wir haben eigentlich auch... Dann warten wir jetzt noch kurz auf Robin. Oh Gott! Irgendwie so ein Abschlussstatement. Ja, dreh dich noch mal mit dem Arsch zur Kamera. Oh Gott! Mit hier, ey. Ich spiel mir mal kurz an meinem Hoden rum. Weil es einfach gerade sein muss, weil der ist so platt gesessen gerade. Robin ist scheiße. Robin stinkt. Auch geil war ja, wo sich Marc gleich in der 5. oder 6. Klasse. Wo sich Marc gleich in der 5. oder 6. Klasse bei Herrn Schmecker einen Arm gebrochen hat. Weil da waren diese zwei. Ja, Marc, ja, stimmt. Der hatte immer die Kletterstangen. Ja, und er hat so einen Rückwärtsgang. Wir haben es immer gedreht und der hat es besser und so. Und Marc macht's. Auf einmal klatscht er noch und er bricht sich einen Arm. Das war so geil. Und er hat übelst die Panik geschoben, von wegen. Hat dann Krankenwagen gerufen, ja, ja okay, aber hat halt übelst die Panik geschoben. Das war richtig krass. Der hat auch dann nie mit uns hier irgendwie Fußball oder Handball oder was gespielt. Er hat immer nur irgendeinen Scheiß, also was, wo nichts passieren kann, hat er mit uns gemacht. Ja. Und dann, als wir dann hier bei Herrn Schmeichern und so hatten, da ging es dann richtig los. Da haben wir eigentlich wirklich erst irgendwas verrückt gemacht. Der hat ja wirklich einfach auf allen Scheiß mitgemacht. Aber dem hatten wir auch so ein Selbstverteidigungsteil, wo wir alle solche Holzklötze in der Hand hatten. Ja, genau! Hä, bei Herrn Eichel? Ja, bei Herrn Schmecker, ja. Da hatten wir alle solche Bambushölzer in der Hand und dann musst du immer so tun, als ob du schlägst. Da musste man abwehren. Keine Ahnung, es war Graf Maga vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir auch mal Völkerball und all sowas gespielt haben. Ja, das hat sie halt gemacht. Ja, wer macht das war das nicht? Einzige. Aber ich weiß noch, waren ja alle beim Handball. Turnieren haben wir übelst dominiert. Bei den Turnieren haben wir dominiert und, ich weiß noch, bei der B waren irgendwie, die waren 5 Leute weniger und ich habe gesagt, ich gehe rüber. Und dann haben wir nur wegen mir, weil ich rübergegangen bin und da ist Max übelst schlecht. Ich weiß nicht, die anderen Klassen waren in den Sportdingern immer als immer wenn wir in der großen Halle gesagt haben, so jetzt alle Klassen gegeneinander, wir haben die immer fertig gemacht. Immer. In jeder Sportart, im Fußball, Handball, alles. In allen Spielsportarten. Immer. Und so jetzt hier bei Sprint und so Scheiß, hatten sie halt immer einen guten, wo sie gewonnen haben. Ja. Ich weiß noch, beim Völkerball war es die 7. Klasse und alle gegeneinander und da bin ich halt rübergegangen. Also zur B. Ja, Mann, dann haben wir verloren. Und dann haben wir verloren, nur weil ich halt alle rausgeballert habe. Und da ist Max übelst ausgerastet. Hat sich das übelst zu Herzen gehört. Ich meine, Alter, Wayne. Der kam auch sowas immer nicht klar. Der kam da überhaupt nicht drauf klar, dass der übelst ausgerastet ist. Und ich, ja, kann nicht sein. Und der hat auch mal, war ich das? Der hat irgendjemanden einen Ball in den Bauch geworfen, weil er irgendwie böse war. Ja, ich glaube schon, dass du das warst. Ja? Ja, doch, ich glaube schon. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kann auch sein, dass es beim Handballtraining war, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich kann mich an so eine Story wo sich einfach nur in die Mitte vom Kreis gesetzt hat in der Halle und hat angefangen zu heulen. Also eine Geschichte. Es gibt doch einen Weg, Tina. Nee, nicht schon wieder. Krabbeln. Lauf mal rückwärts hier. Ja, wollen wir langsam zum Abschlussstatement kommen? Aber was ist denn das Abschlussstatement? Das Abschlussstatement ist Tina stößt sich den Kopf. Also Projektwoche. Oh Tina, was nimmst du denn da in den Mund? Tina, das war geil. Projektwoche. Danke. Der ging echt schnell. Da haben wir den komischen Klausursaal vermessen
Und ich weiß noch, da waren die ganzen übelsten Streber mit bei ihm. Also wirklich, die alles, ja, 14, 13, 14 Punktnoten, alles immer übelst piekfein gemacht haben. Und da sollten wir irgendwie den Raum vermessen und sollten dann irgendwas machen. Und Robin und ich kamen am ersten Tag auf irgendeine übelste Hyper-Idee, wie das total billig geht, haben das so umgesetzt, haben das fertig gemacht und den Rest, die restlichen vier Tage sind wir früh, 8:30, also um 8 fing es an und 8:30 lagen wir schon im Schwanseebad im Reifen. Das war so wirklich, geil. Wirklich weil geil. Wir hatten halt irgendwie am ersten Tag irgendwie gleich die Idee und haben das so durchgezogen. Die anderen haben es alle gemacht, wie Herr Schmerz eigentlich wollte. Ja. Und wir lagen die ganze Woche von der Projektwoche lagen wir nur im Schwanseebad. Da war ein übelst geiles Wetter. Ja, wenn wir zusammenpacken. Und wir lagen von Anfang bis Ende eigentlich nur diesen schwarzen Reifen drin, die ganze Zeit. Es war richtig so geil. Und manchmal sind auch fast die ganze Klasse im Schwanseebad. Aber und wir haben irgendeinen Leichten genommen und den Reifen reingehauen. Und dann hochgeworfen. Ja. Das war ziemlich geil. Wo er gerade Dings sagt, das wollte ich noch sagen, hier, der Mehrzweckraum. Ja, genau, Mehrzweckraum. Da haben wir einmal die Stühle so aneinander gelehnt. Meint ihr jetzt die Aula oder was? Ja, nee, Mehrzweckraum, wo die Arbeit das war worden. So geil. Ach, das haben wir ja so ein bisschen hier rum, da wo wir dann immer die Klassenarbeit hatten. Genau. Da hatten wir zur ersten Stunde und sind freiwillig zur Nullten gekommen, um das zu machen. Um das zu machen. Und da haben wir halt alle Stühle so auf Kippeln gestellt und halt auf den jeweils nächsten drauf so. Das heißt, wenn du den ersten wegziehst, ist es halt wie Domino Day, alle fallen um. Wir haben das doch nicht an die Tür oder so gelehnt, dass wer die aufmacht, fällt es um oder irgendeine Scheiße. Also richtig heftig. Das ist richtig geil gewesen. Und haben halt die Tür dann zugemacht und so und das hat gehalten. Ich glaube, also ja, Frau von der G hat so viel. Haben wir nicht sogar Arbeit geschrieben und deswegen haben wir das gemacht. Ja, genau. Latein hatten wir klar und wir sollten Latein Arbeit schreiben und haben dann schön den Netzwerkraum umgebaut. Genau, und dann hat irgendwie halt. Irgendjemand die Tür aufmacht oder wichtig, und er hat es in Gang gesetzt und es hat durchs ganze Schulhaus nur noch geklimpert, weil alle Stühle geknallt sind. Und Frau von der G hat an jeden einzelnen Stuhl hat sie wieder umgestellt. Es war so assi. Es war so richtig assi. Und wir saßen drin, konnten natürlich nicht sagen, wie auch wir waren. Wir kommen doch nicht zur nullten Stunde, wir sind nicht blöde. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr zuordnen, aber es gab auch mal den Moment, wo wir immer die Stühle im Raum uns gegenseitig zugeworfen haben. Ja, das war also so, und dann so, und dann in der Luft so fliegt. Das war übel geil. Und das hat auch nur noch geklimpert. Nee, es war schon, es hat nur noch geklimpert auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr edel. So, ja, könnte das sind ja auch die ganzen Lehrer jetzt halbwegs durch, die ich hatte. Wie bitte was? Könnte das echt noch stundenlang weiter. Ja. Letzter Schultag fand ich, war bei euch geiler. Die auch motto-mäßig und so fand ich bei euch. Mit den nackten Frauen, die ganzen kleinen Kinder mitgenommen haben. Das muss ich irgendwie dann alle bis zur 7. Klasse. Ihr wart ja auch involviert. Ich habe mich ja stark dafür eingesetzt, dass die Leute, die irgendwie nochmal zurückgehen mussten, die ja aber fester Bestandteil der ersten Jahre waren, dass die mit am Start sein müssen. Das war wichtig. Ja, das war halt geil, weil Micha da ja auch voll Bock drauf hatte, da irgendwie mit was Cooles zu machen. Das war dann irgendwie. War gut. Ja, bei uns war es dünne, weil halt wir waren alle wir hatten immer Abi und die hatten halt irgendwas mit Abi da drin und wir haben halt vorgeschlagen Abitur und so und genau, das war halt eigentlich so geil und es waren halt aber wir waren halt nur 15 Leute, die dafür waren. Vor allem ist es dann auch was nicht schon tausendmal dran war, weißt du? Genau, und das hat noch, also könnten wir halt so. Das ist aber wegen einer Stimme nicht durchgesetzt worden. Ja. Abitur und so und wir was war denn euer Thema eigentlich? Therapie, wir fliegen aus der Anstalt. Ich meine, so schlecht war es jetzt auch nicht. Also jetzt aber als Thema, die Umsetzung war natürlich scheiße. Am besten war einfach nur, dass jedes fucking Abschlussjahr immer perfektes Wetter hat und nur wir hatten übelsten Sturm an dem Tag. Das war so scheiße. Und ich stand auf der Bühne, habe moderiert und sagte zu denen, zu Rocky und so, ey, gebt mir doch bitte mal eure Rettungsweste, Jacke hoch, die hatten so Rettungsjacke an. Und ich stand mit meinen Strapsen und so einem übelst kurzen Kleidchen da und sag ich früher übelst und sagen, die machen die so zu mir. Ja, ey, wollt ihr mich verarschen? Ich hab mir so einen Ast abgefroren da oben. Es war saukalt aus. Es war lustig. Und dann haben die diesen schwulen Tanz gemacht. Wie sie nicht hießen, keine Ahnung. Das wussten wir ja nicht. Das wussten wir nicht mal. Ja, dann fand ich einfach. Der an der Stange abgegangen ist. Ja, das war geil. Das war echt witzig. Ja, bei euch war schon lustiger. Ja, es hat Spaß gemacht, es war ein cooler Tag. Ja, ihr habt ihr eigentlich, hast du eigentlich mal unser Abi-Video gesehen? Ich hab's gekauft und nie bekommen. Ich hab das noch. Ich kann dir das, glaube ich, schicken. Ich glaube, ich hab's. Die CD habe ich auch. Du bist ja auch mit, drauf, du hast 100 Pro gesehen. Die Szene mit Sami, wo wir bei Herrn in Unterricht reinpreschen. Zum Beispiel, ja. War schon sehr schön. Und dann halt das eine Video, wo wir ja auch bei und dann Hashi. Ja, und das gibt es ja auch. Das hast du ja auch auf dem Kanal. Ja, Biohazard, Lesson, Prank und sowas. Nein, da waren wir noch auf dem Dach. Auf dem Dach? Ach so, ja. Das haben wir dann fürs Abi-Video und so.
Das war auch geil. Also ja, dieses ganze, ich schleiche mich durchs Schulhaus. Ich habe mit Micha in der Schule gepennt und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Frau Schmickler? Frau Schmickler, glaube ich. Nee, irgendein Kerl noch. Naja, in der Schule war nur Herr auch an dem Tag. Und wir haben in der Schule gepennt und wollten noch irgendwie was Cooles machen, aber es war total öde. Wir haben noch Verstecken in der Schule gespielt, waren aber ja nur zu dritt. Es war halt irgendwie voll auf, ja ey, komm, geil, dann veranlassen wir, dass wir alle am Tag davor in der Schule pennen, weil es war zum letzten Schultag hin. Ja. Dann waren wir zu dritt. Super. Okay. Haben uns ein bisschen durch die Schule geschlichen, dann hat Herr Herding gefragt, was ist hier los? Und hat durch die Schule gegrillt und hat uns nicht gefunden, weil wir halt irgendwo versteckt rumlagen. Aufs Dach kamen wir nicht, weil es zugeschlossen war. Wir kamen damals hoch. Ja, ja und keine Ahnung, war gammelig. So. Eigentlich so, ja, die Kurse, ja, die Leute hier alle. Ich meine, wir haben bestimmt die Hälfte vergessen und ich wette, Max hätte auf jeden Fall noch ganz viel getroffen. Ja. Also, Bei Max und bei Nils ist das immer so, die erinnern sich an Geschichten, die ich auch weiß, aber wo ich nie dran denke. Und dann sagen die das und ich denke so, Alter, ja, Mann, wie kannst du das vergessen? Das heißt, bei den beiden ist das so krass. Die sind da echt gut im Geschichtenmerken. So, aber bestimmt kommt noch irgendwie früher oder später mal wieder was gut. Mal schauen. War trotzdem ein erfrischendes Erlebnis. Erfrischend. War cooler Sonntagabend. Alter Schwede. Tina, ich will wieder in die Schule zurück. Da muss ich sagen, ich bin so froh, dass das Ganze. Jeden, ey. Also Hausaufgaben-Bullshit, ich meine, ich habe es nicht gemacht, aber du wusstest, sagen. Ja, aber du wusstest trotzdem, ich hätte es machen müssen. Und es gibt immer dieses, ihr habt die Hausaufgaben nicht gemacht, das geht mir so auf Sachen. Ja, ich sag dir aber jetzt, ich meine, du hast denn hier richtig gearbeitet. Also, das stimmt nicht. Ich habe gearbeitet. Jedenfalls, jetzt nur in der Ausbildung liebst du Berufsschule. Ja, da kann man sagen. Da ist Schule richtig geil. Aber ich finde es halt schon alleine, das ist halt schon mal eine Aussage, dass ich heute noch irgendwie Träume habe, wie ich Mathe-Abitur schreiben muss. Obwohl ich es damals nicht mal wirklich ernst genommen habe, kriege ich da heute Albträume von. Das ist total hart. Aber ohne Scheiß, ey. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ich verstehe das auch nicht, wie Leute sagen, ich fände es so geil, wieder in die Schule zu gehen, ey. Auf keinen Fall. Also an sich. Die Sachen es wieder war nicht so alles zu schlecht machen. So, ja. Aber es war nicht alles. So einen Alltag zu haben, ja, irgendwie wieder, keine Ahnung, um zwei aus der Schule raus das zu sein und den ganzen Tag Scheiß machen zu können. Und so. du hast halt. Ja. Ansonsten wieder in die Schule gehen, ey, auf keinen Fall. Eigentlich fand ich das Geilste an der Schule, sich möglichst kreativ im Unterricht beschäftigen, ohne Unterricht zu machen. Ja. Das war eigentlich das Geilste. Und natürlich, dass du halt auch Leute siehst. Ich meine, Tina sehe ich jetzt nicht mehr jeden Tag. Das ist sehr traurig. Robert sehe ich auch nicht mehr jeden Tag. Weißt du? Und das war sehr schön. Und die anderen? Ich finde das schon witzig, so die Lehrer immer so zu Pi sacken. Und ja, alles. Na klar. Ich sage nicht, dass es scheiße war. Kannst halt auch Arbeit nicht machen. Drumherum brauche ich nicht. Ja, wollen wir uns noch einen Döner holen? Hier, Moonstock, Ibers Haus, Weimar. Ja, lass machen. Ja. Gut, dann. Beste Döner. Yeah! Ja, dann war das diese ganz tolle Runde. Tina, erzähl vielleicht noch. CC? Anstand Ade. Ist irgendwas ganz Crazyes noch bei dir passiert, als du 5., 6., 7. warst, als du noch nicht bei uns warst? Nee, denke ich nicht. Denke ich nicht. Du warst da noch anständig, bevor du langweilig. Siehst du, es hat nicht mal geregnet. Jo, dann reingehittert, Leute. Yeah, ciao.